Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute habe ich mal wieder was Besonderes für euch. Es geht darum, so ein bisschen zu erklären, welche Unterschiede besonders relevant werden könnten in Bezug auf Serie und Film. Wir wissen natürlich, rein von der Idee her, soll tatsächlich die Serie komplett alles widerspiegeln, was natürlich auch die Bücher in dem Fall inhaltlich gesehen ausgemacht hat. Und das ist hier so ein wesentlicher Indikator dafür zu sagen, warum bestimmte Plot-Elemente jetzt aufgegriffen werden können, die tatsächlich in den Filmen nie aufgegriffen worden sind. Und ich will es hier heute mit dem Glitterer zusammen durchgehen, welche Punkte hier besonders relevant werden. Unter anderem wollen wir hier wirklich Film für Film alles besprechen, Buch für Buch, wo man sagen kann, okay, diese Unterschiede werden insofern relevant, deswegen können bestimmte Charaktere in den Vordergrund rücken, bestimmte Charaktere, die vielleicht viele Filmzuschauer noch gar nicht kennen, könnten hier ebenfalls relevant werden und die natürlich werden dann hier bestimmte neue Plot-Elemente in Serienform perfekt wiedergespiegelt werden. Und das bedeutet natürlich auch, dass man hier komplett mal ergründen muss, was halt die Unterschiede waren und warum das halt auch so relevant sein könnte. Letztendlich gab es ja schon spezifische Änderungen. Wir haben ja schon gesehen, dass bereits der Cast so ein bisschen, ich sag mal, abgeändert wurde, was zumindest jetzt das Aussehen angeht. Das ist inhaltlich gesehen nicht mal wirklich schlimm, aber die Frage ist halt, inwieweit wird das auch inhaltlich angepasst werden? Man hätte die Möglichkeit, bei einer Serie wirklich Staffel für Staffel alle Elemente aus dem Buch zu übernehmen. Gerade die ersten Bücher zum Beispiel bieten hier unfassbar viel Potenzial, das komplett in Serienform umzusetzen. Und des Weiteren natürlich auch die, ich sag mal, eher schlechter weggekommenen Filme, wie der fünfte zum Beispiel, wo man vom längsten Buch sprechen muss und vom kürzesten Film sprechen muss, bieten dann die Möglichkeit, eine wirklich sehr, sehr schöne Szenerie komplett auszubauen. Und deswegen fangen wir erstmal hier mit dem ersten Teil an und erklären halt mal die wesentlichen Unterschiede. Ich muss dir sagen, man bemerkt schon in erster Instanz so mal einen wesentlichen Unterschied, wo man sagen muss, bei dieser Begegnung mit Malfoy und Harry. Wir wissen, es wurde faktisch mehr von die Wiege gelegt, er musste sich mit Harry Potter anfreunden. Lucius ist wirklich davon ausgegangen, dass Harry vielleicht zum mächtigsten nächsten dunklen Zauberer aufsteigen kann. Deswegen dachte er, lieber stellt sich sein Sohn schon mal früh genug mit ihm gut und dann kann er halt auch in dieser Weise davon profitieren. Im Prinzip hätte er dasselbe machen können, was halt Lucius auch bei Voldemort gemacht hat, nämlich sich so gut wie möglich an ihn binden und an ihn ketten und dann halt so nach und nach faktisch von dem profitieren, was ein Voldemort halt dann ausstrahlt, ohne halt wirklich ganz involviert zu sein. Wir werden später noch ein bisschen mehr auf Lucius Malfoy eingehen müssen, aber erstmal natürlich auf den ersten Teil bezogen geht es halt darum, zu erklären, warum diese Begegnung zwischen Draco und Harry so relevant ist. Wir wissen, in den Filmen gab es eine sehr gute Szenerie, finde ich, also es ist wirklich auch sehr gut gelungen, als man kurz vor der Entscheidung sozusagen, welchem Haus man angehört hat, dann diese Begegnung inszeniert und Malfoy das halt so auf One bezieht. Es gibt manche Zauberer, die sind besser als andere. Potter. Und in dem Buchszenario ist es natürlich ein bisschen anders gewesen. Da war es tatsächlich in der Winkelgasse und da ist er dann in Bezug auf Hagrid auf dieselbe Aussage gekommen, nämlich in dem Fall wieder, manche Zauberer sind besser als andere Potter. Während aber zum Beispiel hier in One auch so eine kleine Mimik da an den Tag gelegt hat, müssen wir auch bei Hagrid ganz klar sagen, ihm interessiert das ja eigentlich nicht. Hagrid ist ein durch und durch lieber Charakter, ein durch und durch netter Charakter und es passt halt auch null ins Bild sozusagen, dass er sich darüber aufregt oder sonst irgendwas und dementsprechend natürlich ist es auch völlig anders. Aber gut, so oder so müssen wir halt sagen, mit solchen Szenarien beginnt es halt. Da stellt sich halt die Frage ganz klar, wie wird die Serie das umsetzen? Werden die es halt ähnlich aufgreifen wie zum Beispiel in den Filmen oder werden die halt dann sich hier der Buchelemente sozusagen bedienen. Man darf ja nicht die Filme komplett außen vor lassen und das macht das Ganze halt nochmal deutlich interessanter. Und abgesehen natürlich von solchen prägnanten Ereignissen gibt es halt noch sehr viele andere und dafür habe ich mir den Glitterer gesucht, deswegen erstmal die Frage, was sagst du grundlegend zu diesem Ereignis und welche Ereignisse würdest du zum Beispiel noch vordergründig sehen oder wie würden sie vordergründig gefallen, die man zum Beispiel halt dann in der Serie besser umsetzen könnte? Erstmal freut mich hier zu sein und direkt zum Punkt. Ich finde hier beide Versionen relativ gut, beides ist irgendwo zielführend. Die Buchversion präferiere ich hier, weil im Endeffekt Hagrid sowieso einem leid tun soll, bereits im ersten Teil, wir erfahren ja sehr früh schon, er ist derjenige, der halt von Hogwarts verwiesen wurde, der der Wildhüter ist, Dumbledores Liebling, er ist auch derjenige, der Harry quasi so gesehen zu den Dursleys bringt, man hat eine Sympathie zu ihm und ich finde, das haut nochmal etwas mehr rein, als dieser Blutverräter Weasley-Kram, der sowieso nicht so reinhaut wie ein Hagrid, der einfach gar nichts mehr zu dem Zeitpunkt. Und Malfoy wird dir deutlich unsympathischer in der Version, als wie es in den Filmen gelöst wurde. Aber was das betrifft, bin ich mit beiden fein. Eine Sache, die ich auch direkt anmerken muss, ist etwas, was direkt am Anfang vom Buch stattfindet. Und zwar die komplette Einführung von Harry und der Magie. Vernon ist ja einer der wenigen Charaktere, den wir auch eindringen innerhalb der Bücher, wo wir auch die Gedanken mitbekommen. Da gibt es ja im Prinzip nur ein paar, darunter auch Scrimgeour, Harry und Vernon. Also
In den Filmen sind die Dursleys allgemein sehr, sehr kurz gehalten. Das gilt eigentlich für alle Situationen, wo man sie sieht. Und hier, finde ich, bekommt man ein viel besseres Bild in den Büchern. Man erfährt, wo Vernon arbeitet, man sieht Zauberer auf den Straßen, man erfährt überhaupt, warum Harry so beliebt und so bekannt ist in der Wizarding World. Und Vernon bekommt das auch aktiv mit, was man in den Filmen nicht unbedingt so mitbekommt. Und gerade dieser Einleitungsprozess zieht sich hier auch über mehrere Tage und man entwickelt auch hier eine größere Antipathie gegenüber den Dursleys, aber auf eine Art finde ich auch ein bisschen mehr Verständnis, weil man sie eben auch kennenlernt und deshalb finde ich auch, dass man hierbei auch mindestens eine ganze Folge nur bei den Dursleys verbringen sollte, wo man auch jeden einzelnen Charakter hier kennenlernt, dass sie auch so gesehen Harrys Vormund sind und auch weitestgehend sehr wichtig bleiben. Und deshalb ist das hier auch eine Sache, die ich hier definitiv mehr Folgen, mindestens aber eine Folge auch ausdehnen würde. Wie siehst du das denn persönlich? Ich sehe es eigentlich relativ ähnlich, das ist auch ein sehr guter Punkt, gerade in die Dursleys spielen eine zentrale Rolle. Und wenn man zum Beispiel den Entwicklungsprozess von Harry noch mal ein bisschen mehr in den Vordergrund stellt, spielt es eine noch größere Rolle, als es viele vermutet haben. Bedenkt man vor allem, dass tatsächlich Vernons Verhalten auch so ein bisschen dafür gesorgt hat, dass Harry so mehr oder weniger unterdrückt wurde. Er durfte seine Magie auch eigentlich nicht wirklich anwenden, sie wussten davon, sie wussten darüber Bescheid. Und ich finde auch genau das ist so ein Punkt, den ich hier wesentlich finde. Es wird halt auch im ersten Buch relativ schnell suggeriert, dass es einige Muggel gibt, die tatsächlich darüber Bescheid wissen, unabhängig jetzt mal so von den Dursleys oder eben Hermines Eltern zum Beispiel, sondern halt auch ein paar andere, die halt darüber Bescheid wissen. Ich finde es halt so eine Thematik, die ganz interessant ist und ich finde, das kann man halt auch in besserer Form ausführen. Und der Film hat halt nur den Zweck erfüllt, sie halt jetzt in eine sehr, sehr schlechte Ecke zu stellen und halt wirklich nur den Antipathie sozusagen Bogen hier zu schwingen. Aber gut, es ist halt klar eine schon starke Antipathie, die vorherrscht, auch in den Büchern ganz klar. Nur gibt es halt zumindest halt so gewisse Base sozusagen oder gewisse Basen halt, wo man sagen könnte, okay, man versteht zumindest, warum man diese und jene Verhaltensweisen an den Tag legt, auch wenn es natürlich nicht förderlich ist, auch wenn es natürlich absolut, ich sag mal, schlecht ist in jeder Hinsicht, ist es zumindest halt so eine gewisse Verständnisebene, die etabliert wird und das finde ich halt auch ganz interessant, muss ich sagen. Und weitergehend halt, wie du schon sagst, halt der gesamte Entwicklungsprozess, sozusagen eine komplette Folge halt zu beleuchten, wie sich Harry halt bei den Dursleys verhält, dann auch irgendwie das Verhältnis aufzuzeigen und nach kommt halt dann dieser Punkt, wo man dann Richtung Wizarding World geht. Und das ist zum Beispiel ein Punkt, den ich auch besonders interessant finde. Ja, die Filme haben das glanzvoll gemacht. Ich meine, gerade der erste Teil zum Beispiel, als man Hogwarts gesehen hat, diese ganze Illustrierung, wo das dann irgendwie dargestellt wurde. Ich finde nur, das hat deutlich mehr bildliches Material verdient. Also ganz ehrlich, allein das zum Beispiel ist so ein Punkt, wo ich sagen muss, dafür bietet die Serie Potenzial. Wenn es halt wirklich dann, wie teilweise angekündigt wurde, zum Beispiel 10 Folgen pro Staffel sein könnten, das ist ja auch so eine HBO-Standardklausel faktisch, so 10 Folgen zu machen, aber dann 10 Highlight-Folgen, die faktisch wie ein Film aufgebaut sind, dann finde ich halt, dass es eine gute Möglichkeit bietet, wie du schon sagst, dass zum Beispiel dem ersten Film, beziehungsweise halt der ersten Folge halt so eine komplette Muggel, ich sag mal, so einen Muggel-Stellenwert zu geben, also generell halt so ein bisschen halt Bene Dursley zu zeigen, das Familienverhältnis zu zeigen, generell aufzuzeigen, wie Harry halt dort lebt und im zweiten, beziehungsweise in der zweiten Folge kann man halt dann aufzeigen, wie halt dann Harry die Wizarding World betritt, dass halt so nach und nach enthüllt wird. Das heißt, komplett irgendwie 10 bis 20 Minuten Winkelgasse, dann nochmal Hogwarts illustriert. Diese ganze Szenerie, bis halt dann wirklich festgelegt wird, okay, Harry kommt nach Hogwarts, Harry kommt dann nach Gryffindor und dann dieses Gryffindor-Ding könnte man schon als perfekten Abschluss etablieren, wo dann sozusagen das entscheidend ist und die ganze Folge sich nur darum dreht, wie halt die Welt sozusagen aufgezeigt wird. Wie denkst du, oder was siehst du dazu? Ich sehe es eigentlich genauso. Man muss hier einfach die gesamte Welt einführen und da muss man eben bei der Muggelwelt ansetzen. Das ist halt die Welt, die wir hier auch kennen. Und vor allem für Leute, die die Bücher nicht gelesen haben und jetzt halt mit der Serie einsteigen, muss man das gut erklären. Denn da muss ich sagen, finde ich die Filme nicht so einsteigefreundlich, damit die viele Dinge eben nicht direkt erfährt. Die Serie könnte das hier eben besser machen, dass sie ja die Bücher dann 1:1 adaptiert. Ich würde aber auch sagen, ja doch, eine Folge reicht für die Dursleys. Mit der zweiten Folge würde ich dann auch direkt ansetzen, wo wir vorhin auch erwähnt haben, mit der ganzen Hagrid-Geschichte. Da würde ich aber wiederum ja auch mehr Zeit lassen, da man hier auch das Ganze sehr, sehr kurz hält. Also die gesamte Winkelgasse-Geschichte, Ollivander, hat man hier, finde ich, sehr, sehr schnell übergangen. Und ich finde, hier könnte man auch Hagrid mehr highlighten, der Hagrid sich ja auch in der Welt sehr, sehr gut auskennt. Und man könnte ja auch eben bestimmte Dinge schon anteasen, die halt auch später relevant werden, die in den Filmen aber gefühlt komplett wegbleiben halt. Auch was die Zauberstäbe betrifft, hat man hier, finde ich, allgemein in den Büchern einiges angepasst. Das könnte man hier dadurch halt ein bisschen anpassen, indem man hier wiederum mehr erklärt. Und dafür wäre, glaube ich, Ollivander gerade sehr wichtig. Und allgemein die Winkelgasse. Und hier könnte man auch schon anteasen, wie beliebt ja Harry ist. Man hat ja auch hier Begegnungen gehabt mit Quirrell beispielsweise. Das könnte man hier halt nochmal mehr ausdehnen.
Und das wäre dann wahrscheinlich Teil der zweiten Folge. Muss nicht unbedingt die ganze zweite Folge einnehmen, aber zumindest einen Teil davon, weil es in den Filmen halt dann immer sehr, sehr kurz ist. Was denkst du? Könnte man hier Sachen mehr erklären? Und wärst du ein Freund davon, wenn man Dinge hier ausführlicher erklärt, wo es angepasst wurde, wie mit den Zauberstäben? Oder würdest du sagen, eher eine 1:1-Adaption des Ganzen, aber halt in ausführlicher Form? Und wie viele Folgen würdest du dafür opfern, beziehungsweise wie viele Minuten an der Folge? Ich finde, Erklärung ist ja ein gutes Wort, aber auch ein schwer schwieriges Beispiel, weil letztendlich ist es halt immer die Problematik, wir kennen die Storyline. In sehr vieler Hinsicht, wir wissen, was passiert. Deswegen, eine Erklärung ist halt dann immer so ein bisschen kontraproduktiv. Das ist genau dasselbe, zum Beispiel, wenn man sagen würde, man macht jetzt den 10., 20. Batman-Film und erklärt halt immer wieder, wie die Eltern gestorben sind. Das braucht halt irgendwie keiner mehr. Es geht halt wirklich nur darum, aufzuzeigen, was halt wirklich passiert. Das halt bildlich gut darzustellen. Aber unter anderem, wie du schon sagst, Charaktere, die jetzt hier relevant werden, die Dursleys, definitiv, Hagrid, ganz klar. Wo man sagen muss, okay, da müssten mal einige Highlight-Faktoren etabliert werden, wo man auch sagt, okay, deswegen sind die Charaktere so und deswegen kann man Hagrid auch so ernst nehmen und deswegen kommen auch später noch sehr relevante Szenarien zum Beispiel, wo man ihn halt auch mehr mitleiden kann. Aber gut, für den Moment auf jeden Fall, Hagrid definitiv in der ersten Staffel sollte mehr gehighlightet werden. Und was ich halt auch noch interessant finde, zum Beispiel eine Sache, die tatsächlich in den Filmen nie aufgekommen ist, der Name Sirius Black wurde ja bereits schon im ersten Buch gedroppt und das ist zum Beispiel so eine Randinformation, die ich auf jeden Fall mit drinne haben möchte. Es gibt gar nicht mal so viele Facetten, so zum Beispiel des ersten Buches, des ersten Films, wo man sagen kann, da kann man jetzt viel tiefgängiger werden. Zum Beispiel aber, wenn wir noch auf die Prüfungen eingehen wollen, um halt dann eben an den Stein zu kommen, da kann man halt dann noch eben breiter fächern. Es gibt ja dann tatsächlich noch mehr Prüfungen. Oder wie siehst du das? Würdest du zum Beispiel dann genau wie den Film umsetzen? Oder würdest du dann wirklich auch einzelne Bestandteile noch mehr rausbringen? Halt, wie gesagt, genau wie in dem Fall in den Büchern. Ich bin tatsächlich ein Fan davon, wenn man Dinge nochmal erweitert, also keine 1:1-Adaption, sondern quasi 1:1 plus 1. Bei Sirius beispielsweise, hast du ja erwähnt, das Motorrad hat er von Sirius, da könnte man ein wenig mehr erzählen und das Ganze würde ich dann auch auf den ganzen Film dann beziehen. Also da gibt es viele Situationen, wo man das Ganze ausdehnen kann. Was du auch erwähnt hast, eben die Prüfungen, da wurde hier beispielsweise Snapes Prüfung einfach weggelassen. Sowieso wurden hier ein paar Sachen geändert, aber darauf kommen wir später nochmal zu sprechen, würde ich sagen, was die Charaktergestaltung betrifft. Ein Punkt, den ich auch sehr wichtig finde, ist das Häusersystem an sich. Im Prinzip hat man einfach nur Harry, der sagt, nee, Slytherin, er kommt dann nach Gryffindor und die Sache ist gut. Zeigt hier mehr, zeigt ja auch einzelne Charaktere, zeigt uns das System. Man versteht es in den ersten Filmen, finde ich, noch nicht so ganz. In den Büchern ein wenig besser, aber auch noch nicht so sehr. Das Einzige, was hier wirklich besser ist, ist halt immer der Song vom Hut. Der Hut singt ja immer wieder und das Ganze beschreibt ja die Häuser sehr, sehr gut. Dadurch hat man halt auch ein Bild. In den Filmen hat man es weggelassen, kann ich verstehen, aber allgemein der Hut hier ist ein geiler Bestandteil, wie ich finde. Und ich würde ja auch eine Sache einführen, und zwar, dass er das Ganze nicht laut ausspricht. Warum spricht er Sachen laut aus? Leute sollen doch nicht wissen, dass er nicht nach Slytherin will. Also lasst ihn das Ganze bitte auch gedanklich rüberbringen und lasst hier das Ganze auch mindestens eine ganze Folge lang laufen, die ganze Einführung in Hogwarts, auch Charakter wie Percy und das ganze System hier auch welche Ränge es halt gibt, Präfekt und dergleichen, das würde ich hier auch auf jeden Fall ausdehnen und wie erwähnt auch mit dem Hut hier in den Lied singen lassen, ihn in Gedanken einhüllen, vielleicht auch mal von anderen Charaktern die Gedanken sehen. Wie siehst du das eigentlich? Denkst du, dass das Ganze hier gut erklärt wurde oder würdest du sagen, dass man das schon ein bisschen detaillierter machen sollte? Und wie findest du überhaupt die Darstellung vom Hut in den Filmen? Das ist ein sehr guter Punkt, den du ansprichst. Erstmal das System an sich natürlich. Das Problem ist bei den Filmen, es gibt halt auch nur ein gewisses Zeitspektrum und gewisse Intervall, wo man sowas einbauen kann. Aber es wird von Anfang an suggeriert, Gryffindor gut, Slytherin böse, Hufflepuff irgendwie dazwischen und Ravenclaw gibt's auch noch. So, das ist sozusagen alles, was suggeriert wird. Wir kriegen ja auch direkt eigentlich einen sehr interessanten Charakter zu sehen, nämlich Susan Bones tatsächlich. Und wenn man ihre Mutter betrachtet, dann ist es halt auch nochmal sehr viel interessanter, wer dieser Charakter eigentlich ist. In den Filmen nur so ein ganz, ganz kleiner Nebenaspekt faktisch. Und einfach nur eine weitere Person mal halt zu zeigen, es gibt eben nicht nur Slytherin und Gryffindor, sondern halt eben auch noch ein paar andere Häuser. Das Problem ist halt, wie gesagt, durch diese Aussagen von Malfoy, durch die Aussagen von Ron, hat man nur von Anfang an suggeriert, okay, Slytherin, das müssen die Bösen sein. Snape, oh ja, Slytherin, er muss böse sein. Dann auch noch im Voldemort, ganz böse, Slytherin. Und das ist das Problem und ich finde, die Serie muss hier viel mehr Spielraum bieten und auch viel mehr auf die Häuser eingehen, weil die Bücher tun das auch in gewisser Form und J.K. Rowling arbeitet ja sowieso als Co-Producerin mit, deswegen kann sie das hier halt auch in wunderbarer Form nochmal zeigen, dass diese Häuser einzeln halt auch extrem wichtig sind. Und dann eben auch von diesem Bild weggehen, dass halt diese Häuser wirklich dann irgendwie sozusagen nur diese Feindschaft etablieren und dann eben nur gut und böse. Da gibt es halt noch ein paar Sachen, die halt dann leider trotzdem Bestand haben, nämlich
ja, leider solche Sachen wie Dumbledore dann nach dem Motto, ja, okay, eigentlich hast du den Hauspokal gewonnen, aber wir dribbeln das Ganze so ein bisschen. Und weil Neville halt sich ganz mutig seinen Freund in den Weg gestellt hat, gewinnt dann Gryffindor. Das sind leider Bestandteile, die man nicht weglassen kann, weil sonst wäre es ja inhaltlich wieder komplett was anderes. Dann würde J.K. Rowling mal wieder ihr eigenes Werk sozusagen umschreiben. Aber was halt zumindest das System angeht und was halt das Aufzeigen angeht, was halt die Erklärung angeht, da fehlt einiges. Also ganz ehrlich, am Anfang haben wir doch nur erfahren, ja, Gryffindor, das müssen die Coolen sein, das sind aber wie gesagt die Bösen. Über Hufflepuff und Ravenclaw haben wir faktisch nichts erfahren. Das ist halt total schade gewesen. Und wie du auch sagst, der Hut war interessant, haben die gut gemacht, aber diese manifestierte Darstellung, dass man das halt irgendwie ausspricht, finde ich jetzt auch nicht so cool. Man hätte es auch locker aufzeigen können, dass es halt gedanklich stattfindet, weil es findet nun mal gedanklich statt. Ich meine, das wäre ja auch irgendwie ein bisschen strange, wenn man dieses ganze Konflikting sozusagen dann mitbekommt, dann würde es ja auch nicht erklären, warum man jemanden als Hutklammer bezeichnet, weil es ja dann irgendwie so eine offene Kommunikation ist nach dem Motto, ja, theoretisch könntest du nach Ravenclaw oder nach Gryffindor, aber ich kann mich nicht entscheiden, was sagst du dazu? Das wäre dann wie ein offenes Gespräch, macht halt nicht wirklich viel Sinn, deswegen stimmt schon, auf jeden Fall könnte man da viel mehr ins Detail gehen. Und du hast schon vorhin auch angeteased, wir müssen auch ein bisschen auf die Charaktere einzeln eingehen und ich finde, einer der wichtigsten, die natürlich direkt zum Anfang auch relevant werden, ist tatsächlich Severus Snape. Und da überlasse ich dir mal den sprechenden Hut. Ja, auf den wollte ich genau jetzt auch eingehen tatsächlich, da hast du meine Gedanken gelesen wie der Hut. Das Ding ist halt, Slytherin wurde ja halt schon direkt gebasht und Snape ist eigentlich bereits im ersten Film derjenige, der als Böse aufgebaut wird, von Harry eben, der eben so gesehen die POV ist und am Ende stellt er sich als gut heraus. Das ist eigentlich so ein bisschen die gesamte Storyline von Snape, halt auch schon im ersten Teil, aber das könnte man hier, finde ich, doch mal besser darstellen. In den Filmen hat man zwar schon ganz cool gemacht, er gibt Hinweise, wirkt schon sehr, sehr düster, aber ich finde, hier könnte man auch mehr auf den Charakter an sich eingehen. Vielleicht auch zeigen, mit wem er verkehrt, damit man das Bild nochmal verstärkt, beispielsweise in Interaktion mit Draco, aber halt auch am Ende nochmal genauer erklärt, warum er eigentlich der Gute war, damit man auch dieses Bild verstärkt. Sowieso wurde der Unterricht teilweise sehr, sehr stark gekürzt, wie ich finde. Ich finde, hier kann man den Unterricht detaillierter zeigen, vor allem den von Snape, und kann dir Snape natürlich noch ein paar extra Phrasen geben. Ich denke, der Charakter kann hier noch mehr Spotlight bekommen als in den Büchern bereits. Und hier könnte man ihn noch mal besser erklären. Vielleicht auch, indem man noch weitere Charaktere mit ihm interagieren lässt. Man muss hier unbedingt einen Lucius hier bereits einführen, aber allein mit Draco in Verbindung. Da lässt man halt Snape und Draco interagieren. Das sei für uns direkt sehr unsympathische Charaktere im ersten Buch. Und wenn am Ende Snape sich als Guter herausstellt, wirft das auch auf Draco ein ganz anderes Licht, wie ich finde, so wie auf das Haus. Ein sehr wichtiger Punkt. Auch was hier gefehlt hat, war halt sein Rätsel für den Stein der Weisen, was ich nicht verstehe, weil das wirkt dann so, als würde er ihn nicht mal beschützen, wenn sogar Hagrid ihn beschützt. Und wenn er den Stein der Weisen beschützt, was sogar erwähnt wurde im Film von Hagrid, dann zeigt das bitte auch. Weil er ist eben der Gute und wenn das fehlt, dann wirkt er noch mehr wie der Böse. Dann ist zwar dieser Wow-Moment ein bisschen größer, aber es war im Endeffekt schon irgendwo offensichtlich. Und die Hinweise waren im Buch deutlich sichtbarer als im Film, was Snape betrifft. Aber sonst würde ich jetzt nicht zu viel anteasen, weil bestimmte Punkte ja später relevant werden. Wie siehst du das denn persönlich? Würdest du hier mehr Unterricht von ihm zeigen? Und wie fandest du es in den Filmen? Denkst du, es war der Einzelbar im Endeffekt, dass er nicht der Böse war? Oder fandst du es eher überraschend jetzt im Vergleich zu den Büchern, da man hier auch das Rätsel beispielsweise nicht hatte? Das ist ein sehr guter Punkt. Also in dem Film war es tatsächlich so, als würde man den Charakter faktisch aufzwingen. Nach dem Motto, du musst jetzt denken, dass er der Böse ist. Damit wir diesen Wahnsinns-Plot-Twist inszenieren können, du musst davon ausgehen, niemals der Schwächliche, Quirrell, neben dem großen Severus Snape, kann dann in dem Fall der Böse sein. Das fand ich schon cool gemacht, gerade als Kind zum Beispiel so zu sehen und war dann natürlich auch entsprechend überrascht. Aber es ist erstens nicht mehr notwendig, weil, sind wir ganz ehrlich, warum sollte man jetzt derartige Plot-Twists inszenieren, wenn man genau weiß, okay, mindestens irgendwie 80% der Leute, die eben dann die Serie guckt, kennen dann sowohl die Bücher als auch die Filme und 90% davon wissen dann zumindest, was halt passiert. Und ich sag mal, 10% sind wahrscheinlich dann neue Zuschauer oder junge Zuschauer. Ich muss ehrlich sagen, ich glaube, dass die Zahl dann eher geringer sein wird. Aber so oder so macht es keinen Sinn, da diesen Plot-Twist zu inszenieren, sondern eher so ein bisschen das aufzuzeigen. Ich finde es so eine coole Sache, dass es zwar in der Universe trotzdem stattfinden kann, dass halt das Trio eben immer noch davon ausgeht, Snape könnte potenziell der Böse sein, aber nach und nach halt auch klar wird, dass sie sich halt komplett irren, dass es halt immer noch Kinder sind. Wir können halt so ein bisschen mehr sozusagen dieses Werk aus einer Art von Vogelperspektive sehen und wir wissen halt einfach mehr als die Leute, aber
Wir können dann auch beobachten, wie dann verschiedene Gedankenprozesse stattfinden, warum Leute bestimmte Sachen denken, warum Quirrell sich so verhält, warum Snape sich so verhält, warum Dumbledore sich irgendwie resistent verhält und warum das Goldene Trio sich dann eben so verhält. Das ist für mich so ein Punkt, der gerade im ersten Teil wesentlich sein könnte. Was den Unterricht angeht, da freue ich mich extrem darauf, dass man mehr davon zeigt. Ich bin sowieso ein großer Fan davon, deswegen ist, glaube ich, auch der 6. mein Lieblingsfilm, weil man da wirklich diesen Unterrichtsstuff sieht. Und ich will auch diese Dynamik sehen, ich will sehen, wie die Leute da unterrichtet werden. Das ist ja immer das, warum man eben als Kind nach Hogwarts wollte und warum dann zum Beispiel hier auch der gute Klitterer auf seinen Brief vom McDonalds-Adler gewartet hat, dass der dann irgendwann kommt, wenn er 11 Jahre alt wird und dann auch seine Gutscheine bekommt, damit er nach Hogwarts gehen kann. So oder so würde ich aber sagen, das war's auch mit dem ersten. Und was jetzt den zweiten angeht, oder das zweite Buch jetzt angeht, überlasse ich dir mal wieder das Zepter. Ja, das zweite Buch ist natürlich ein nochmal umfangreicheres Buch. Ich bin persönlich sowohl vom Film als auch vom Buch jetzt nicht der größte Fan, ist bei mir zwar weiter unten im Ranking. Dennoch gibt es ja auch viele Bestandteile, die weitergeführt wurden, auch vom ersten Teil. Natürlich kommen hier auch wieder Geister vor, was auch ein Punkt ist, den man direkt erwähnen kann. Dinge wie die Jagd der Kopflosen, die Hausgeister, Peeves, seine Rivalität mit Filch. Gerade in dem Teil wird ja auch Filch mehr oder weniger halt eingeführt, so richtig halt. Das sind Dinge, die hier überhaupt nicht vorkommen. Warum zeigt ihr uns davon nicht mehr? Zeigt uns, wer sind die Geister? Wer ist Peeves? Warum ist Peeves überhaupt dort? Was ist ein Poltergeist? Wo ist der Unterschied? Führt uns auch Filch als Charakter ein. Warum hat er früher irgendwelche Schüler gefoltert? Das erfährt man in den Filmen halt nicht. Auch dass Squibs nicht zaubern können und sie ihn halt quasi erwischen, dass er eben versucht zu zaubern mit seinem, ich sag mal, Leerkasten da, der nicht funktioniert natürlich, weil es ein Scam ist. So, zeigt uns sowas. Wir wissen nicht mal, was ein Squib ist zu dem Zeitpunkt. Dann natürlich die Charakterinteraktion im Allgemeinen. Ron und Hermine finde ich persönlich hier schon seit Teil 1 sehr, sehr schwierig und es zieht sich auch über alle Teile, so auch über den zweiten. Ich finde, Hermine wird hier ein bisschen zu sehr in den Vordergrund gerückt und wird hier mehr als die Taffere dargestellt, während Ronald eher so dieser, ich sag mal, bisschen einfachere Junge ist, der zwar relatable ist, aber nicht wirklich intelligent rüberkommt. Und das ist so ein Ding, das zieht sich, finde ich, über alle Filme, weil hier Hermine zwar als, ich sag mal, Opfer von dem ganzen Basilisken dargestellt wird als Muggelgeborene, aber irgendwie auch viel, viel mutiger als Ron und irgendwie auch souveräner. Also was ist deine Meinung, was die beiden Charaktere betrifft, gerade in dem Teil, wo man eigentlich um Hermine fürchtet, Hermine aber trotzdem mutiger rüberkommt als Ron? Ich sage mal nur so, soll mir nicht lieber den Schmetterling folgen? Ja, also bei Ron war das extrem. Da bin ich voll bei deiner Meinung. Ich meine, Hermines Charakter hat sich sowieso mehr oder weniger entfacht und entwickelt. Sie war halt die Intelligente, das hat sich immer mehr unter Beweis gestellt und sie hat immer mehr recherchiert und all diese Grundlagen hatte sie. Harry ist halt der klassische Heldentyp und Ron war halt einfach nur der mutige Sidekick sozusagen. Nur wurde ihm im Film auch das genommen. So, ja, er hat Angst vor Spinnen, aber ich finde, in so einem Alter, in einer magischen Welt, mit Leuten, die teilweise auch eine echte Arachnophobie haben, kann man schon davon ausgehen, dass halt sowas nicht gerade so groß aufgebaut wird, sondern halt eher einfach nur ein Bestandteil ist. Ja, wow, er hat Angst vor Spinnen. Gut, manche haben Angst vor Schlangen, manche haben Angst vor Spinnen, manche vor Schmetterling wohl. Alles irgendwo legitim, aber muss man das nicht so krass aufbauen, man muss auch nicht so ein Angstpotenzial da einräumen, weil diese Heldenrolle sozusagen, diese mutige Rolle, ist halt komplett verloren gegangen. Und was du sagst, ja, Filch zum Beispiel, ein gutes Beispiel. Wir haben nicht erfahren, warum er nicht zaubern kann. Wir haben nicht erfahren, was er ist und warum das so ist. Und natürlich auch, was es für Auswirkungen hat. Diese ganze Szenerie finde ich im Film auch ein bisschen überholt, dass man dann gelesen hat. Ja, du siehst diesen Baukasten zum Beispiel. Man hat es ja auch im Film gesehen. Man sieht diesen Baukasten, man sieht irgendwie, er versucht wohl zu zaubern. Und dann sieht man dieses Buch. Und man weiß aber gar nicht warum. Das ist ein sehr guter Punkt. Das habe ich irgendwie auch nie wirklich gefühlt in diesem Film erklärt bekommen. Und ich finde, gerade der zweite bietet eigentlich immens viel Potenzial, weil man da auch sehr tiefgründig zum Beispiel so eine Dramaturgie einbauen kann mit dem Tagebuch in Verbindung. Und ich finde halt auch zum Beispiel, dass am Ende dann faktisch Ginny mehr oder weniger da als Hauptakteurin auch fungierte, hat man viel zu wenig von ihr gesehen. So, man sieht, okay, das ist ihr erstes Jahr, man kriegt aber kaum was mit. Erst am Rande dann, ja, okay, sie hatte dann wohl die ganze Zeit das Tagebuch, hat dann wohl mal wenigstens die Kammer geöffnet und lag halt dann da faktisch als Entführte sozusagen. Aber ich finde, während des Films kam das alles viel zu kurz. Wie siehst du das? Ginny ist halt sowieso ein absolutes Opfer der Filme, meiner Meinung nach. Hier war es quasi ihr Film, zwar ihr Martyrium, und es wurde komplett übergangen. Ich bin ehrlich, wenn ich den Film gucke, ich habe nicht das Gefühl, dass da Ginny gerade was hinter sich hat. Das bekomme ich so nicht mit. Sie ist halt da, aber im Endeffekt wird sie vom Helden Harry gerettet, wo sie natürlich auch halt einen Crush drauf hat. Und das war's. In den Büchern bekommt man das, finde ich, mehr mit. Man mag den Charakter aber auch mehr, weil er viel mehr gehighlightet wird. Die Weasleys sind allgemein so ein Punkt. Und Ginny vor allem. Die kommen in den Filmen viel zu kurz.
in jedem verdammten Buch kommen die Weasleys in, ich sag mal, mehreren Kapiteln vor. Und Ginny hier als, ich sag mal, Opfer hätte mal besser aufbauen können. Es fängt schon mit der ganzen Situation an, wo überhaupt das Tagebuch in ihren Besitz kam. Hatten wir eine komplette Prügelei von Lucius und Arthur, wo auch dieser Konflikt dargestellt wurde. In den Filmen war es nur ein, Lucius. Also unsere Meinungen, ob man Klitterer oder Fuchsbauer abonniert, gehen auseinander. So, was war das bitte? Man hat kein bisschen was mitbekommen. Und auch wie er das Buch eingelegt hat, war nicht so einsehbar. Gut, das ist hier vielleicht ein bisschen was anderes nochmal in den Büchern an sich, aber das ist jetzt auch nicht der Hauptpunkt. Es geht hier mehr um den Konflikt dahinter und das Aufzeigen dieser Familien. Und ich finde, hier wird das einfach nur gezeigt, damit man kurz weiß, okay, die mögen sich nicht, da hört es auch schon auf. Lucius Charakter in den ganzen Film ist hier viel, viel wichtiger. Überhaupt, dass er Dobby hingeschickt hat, ist ja schon ein sehr krasser Move. Und hier ist es der Typ, der am Ende Avada Kedavra ausspricht. Also was ist deine Meinung über diese beiden Familien und ihre Darstellung in den Filmen, auch mit dem Konflikt betreffend und Dinge wie die Prügelei, die hier weggelassen wurde? Ich finde, eine Sache sollte man hier besonders in den Vordergrund stellen, nämlich zu versuchen, das, was andere Werke schon lange machen, was vielleicht auch die Bücher nicht ganz so krass behandelt haben, aber zumindest gibt es halt die Idee davon, den Fokus von den Hauptcharakteren so ein bisschen zu verschieben. Wie du schon sagst, dieses Familienmythium und dazu noch irgendwie diese gesamte Dynamik zwischen diesen beiden Leuten spielt eine extrem große Rolle, weil das im Prinzip die komplette Plothandlung ist. Ginny, extrem wichtig. Ich meine, sie wird halt einfach das ganze Jahr über faktisch von einem Horcrux kontrolliert und kriegt da halt hier und da auch mal einfach Vibes von einem Lord Voldemort mit, aber ja, das wird einfach so ein bisschen unter den Teppich gekehrt, damit man den Fokus bei dem Hauptcharakter nicht verliert. Das ist so schade. Und gerade zum Beispiel dann nochmal diese Dynamik zu erklären, wie sich das halt dann auch über die Familie überträgt, warum eben Malfoy genauso mit Ron umgeht, warum er so eine komische Antipathie gegenüber ihnen hat und warum die sich halt gegenseitig hassen. Das alles widerspiegelt sich auch durch die Eltern. Und wie du schon sagst, es war eine komplette Prügelei. Und das war ja auch so eine Szene im Film, die absolut schlimm war. Man sieht einfach, wie Harry hinguckt, als Lucius dieses Tagebuch platziert. Also einer der größten und nervigsten Filmfehler ever. Und das ist in den Büchern natürlich nie so gewesen, weil da nie erklärt wurde, ja, Harry schaut gerade auf den Kessel, als Lucius Malfoy das Tagebuch von Tom Riddle dort platziert. Nein. Und diese Prügelei, das zeigt auch so ein bisschen, ganz so steif ist dann Lucius Malfoy auch nicht. Und es geht halt teilweise auch in diese Richtung, dass sie sich halt wirklich körperlich auch angehen, sich wirklich hassen, aber es geht nicht über einen gewissen Punkt hinaus. Und ja, mit dem Avada Kedavra-Ding, das war natürlich eine Inspiration seitens der Schauspieler, nach dem Motto, er kannte halt nur diesen einen Zauber und dachte halt dann, okay, das ist eine coole Idee. Hat sich dann als sehr, sehr schlecht rausgestellt, aber da haben wir noch andere Beispiele, wo das dann eher schauspielerisch in die Richtung gegangen ist. Ich will das jetzt hier gar nicht so krass angreifen, nach dem Motto, okay, war jetzt so schlimm, sondern gut, war halt ein Fehler, muss man nicht unbedingt tun, aber so oder so, diese Dynamik der Charaktere finde ich hier besonders interessant. Und gerade diese Familiengeschichten sollte man hier in den Vordergrund stellen. Und dann zum Beispiel auch sowas, was ich tatsächlich immer im Film auch gut fand, was ich jetzt zum Beispiel auch hier auch übernehmen würde, so einen leicht gruseligen Aspekt, zum Beispiel mit dem Parse, dass man das halt dann so hört und dann dass diese Schlange sich dann faktisch da so durchschleicht und dann immer wieder sagt, ich werde dich töten, ich werde dich töten, ich werde dich finden. Das war so schon eine sehr coole Szenerie, aber ich denke mal, zu Parselmund an sich und zu der Darstellung im Film hast du, glaube ich, noch einiges zu sagen. Also ich finde Parsel sowieso ein wenig fragwürdig, so wie es dargestellt wird im Film. Klar, Rowling ist jetzt keine Expertin, was Schlange betrifft, die lässt sich ja auch blinzeln und so, aber diese Darstellung mit diesen Zischlauten, es ist zwar einerseits cool, aber ich weiß nicht, ob das die Art von Parsel ist, die ich halt erwarte. Aber gut, das hat man hier sowieso im Film ein wenig zu einfach rübergebracht. Das Ganze wurde ja bereits im ersten Teil direkt eingeführt und hier halt erklärt. Ich finde, man hat hier das Ganze nicht stark genug in Verbindung mit der Kammer des Schreckens gebracht und warum hier Harry so, ich sag mal, zum Boomer gemacht wird und das auch seitens Malfoy. Ich finde, das könnte man hier deutlich mehr erklären und auch hier ein bisschen mehr auf die Geschichte eingehen. Im Buch hat das hier Professor Binns erklärt, wenn ich mich recht erinnere. Das ist der Geschichtslehrer, auch ein Geist, was ich vorhin erwähnt habe, der komplett übergangen wird. Das könnte man hier auch ein bisschen genauer erklären und ja auch vielleicht, wie du schon sagtest, ein paar weitere Charakter halt zeigen, die vielleicht auch darüber reden, warum sie Harry in Verdacht haben. Dass man eben auch, vielleicht sogar, wenn man die Filme nicht kennt, sogar kurz den Gedanken hat, dass es sogar sein könnte, dass es Harry ist. Im Film ist es, finde ich, einfach komplett übergangen worden. Man weiß, er spricht halt mit Schlange, das war's. Und selbst später gegen Ende wird das, finde ich, nicht gut genug aufgezeigt mit den Basilisken, obwohl ich den Basilisken also von der Darstellung her sehr, sehr gut fand. Also das könnte man hier deutlich besser erklären. Und auch den ursprünglichen Zweck der Kammer des Schreckens, da die Kammer des Schreckens ja nicht unbedingt dazu da war, um gegen die Schüler vorzugehen. Das Ganze wurde ja zweckentfremdet von eben Tom Riddle. Und das Ganze ist in den Filmen nicht wirklich rübergekommen. Ich denke, man denkt einfach, da gibt es eine Kammer mit einem Basilisken. Und das war halt Voldemort, der damit alle umbringen wollte.
ja, Story zu Ende. Und das Ganze ist eben überhaupt nicht der Fall. Wäre ja auch irgendwie bescheuert, wenn es so wäre. Und das könnte man hier besser erklären. Ansonsten, sowieso, wenn wir über das Ende des Films reden, haben wir auch andere Punkte, die hier zu erwähnen sind. Locker zum Beispiel hat man hier komplett vergessen zu zeigen, was mit ihm passiert. Er kommt kurz vor, ist unsympathisch, hat sich am Ende selbst amnesiert, da hört's auf. Erklärt erstmal ein wenig genauer, was sich Dumbledore gedacht hat, erklärt vielleicht sogar, wen Lockhart erwischt hat, zeigt den Charakter ein wenig besser und erklärt uns auch, dass er zumindest in St. Mungos kommt danach. Man muss ihn nicht zeigen, aber er erklärt es uns zumindest. Sonst wirkt es so, als hätte Dumbledore einfach nur diesen Charakter eingeladen, damit er inkompetent ist und Harry nicht die Show gestohlen bekommt. So wirkt es zumindest auf mich, gerade im Film. Was ist so deine Meinung dazu? Ich muss ja sagen, es gab doch, glaube ich, sogar eine Deleted Scene irgendwie, wo das angeteased wurde. Aber es war jetzt auch nicht gerade das Wahre. Wie du schon sagst, so Lockhart zum Beispiel auch ein Charakter, der ist so ein bisschen in der Storyline verloren gegangen. Das ist wieder genau dieses Beispiel, prädestiniert, wir brauchen einen unsympathischen Charakter, den bauen wir auf die und die Art ein und müssen ihn halt dann auch auf die Art darstellen, wie er halt nun mal ist. Aber der ganze Hintergrund fehlt, weil in dem Film ist halt einfach nur wirklich die Darstellung, ja, Dumbledore entscheidet sich, so einen Typen im Verteidigung der dunklen Künste da irgendwie aufzustellen, aber man kennt den Hintergrund nicht. Und wie du auch schon sagst, das Parseldings zum Beispiel auch ein sehr interessanter Punkt. Der Grund, warum eben Harry auch verdächtigt wurde, ist halt tatsächlich eben die Affinität mit Schlangen zu sprechen und dass er halt dann wirklich als Erbe von Salazar Slytherin bezeichnet wurde. Und hier ist genau so ein Punkt, den ich besonders relevant finde und gerade nach und nach sollte man das auch enthüllen. Der zweite zum Beispiel bietet ja perfekte Möglichkeiten, Salazar Slytherin zu erklären. Und das, finde ich, ist ein wesentlicher Bestandteil, der in den Büchern viel, viel besser gemacht wurde. Einmal erklärt uns doch bitte, das ist doch gar nicht so schwer, erklärt uns doch bitte, was ein Basilisk ist. Ganz einfach. Im Prinzip ist es ja nur ein befruchtetes Ei, was von einem Frosch befruchtet wurde. Und daraus kann sich halt dann nach und nach ein Basilisk entwickeln. Und diese können halt eigentlich im Prinzip auch nur. Es waren, glaube ich, 800 bis 1000 Jahre alt werden oder lass es 600 bis 800 Jahre gewesen sein. Zumindest war das dann schon nicht gerade normal, dass dieser Basilisk so alt geworden ist. Und das sind so Sachen, die kannst du alle erklären. Dafür hast du Möglichkeiten in der Serie, dafür hast du auch immenses Potenzial. Und eben erklärt uns, wer ist Salazar Slytherin? Was hat er wirklich bezweckt? Wer war er? Nicht nur, okay, es gab vier Gründer von Hogwarts und einer davon war Salazar Slytherin. Dann auch irgendwie diese spätere Darstellung. Ja, der eine hat dann die anderen verraten. Ja, lass mich raten, wer? Zu einfach. Da will ich wirklich eine ausführliche Erklärung haben und dann auch, warum eben Tom Riddle in der Lage war, das Ganze so zweckzuentfremden, warum Hagrid verdächtigt wurde, wie Dumbledore gedacht hat, diese ganzen Flashback-Momente. Da sehe ich jetzt erstmal die Momente, zum Beispiel auch Spin-offs zu kreieren, weil man hier immenses Flashback-Potenzial hat, den jungen Tom Riddle zu zeigen und vielleicht durch HBO eben später einen Flashback zu inszenieren. Und das ist zum Beispiel ein Punkt, der im zweiten schon sehr gut anfangen kann. Oder wie siehst du das? Ich bin absolut bei dir. Ich finde, es wäre ja nicht mal so uninteressant, wenn Harry der Erbe gewesen wäre, wenn du es nicht kennst. Dann erfährst du, okay, der Charakter ist missverstanden. Vielleicht ist ja wirklich Harry der eigentliche Erbe und stellt Slytherins Ruf wieder her. Und er ist doch ein Slytherin. Und Voldemort ist nur derjenige, der es als zweckentfremdet hat. Wäre eine Option. Es soll einfach ein Geheimnis sein bis zum Ende. Für diejenigen, die es nicht wissen. Und für uns, die es wissen, einfach eine gute Darstellung, dass man es versteht, warum es in der Universe so ist. Und dann ein Spin-off ist natürlich etwas sehr Cooles. Man könnte es hier zeigen, wie du sagst, es kommt dann sonst so rüber. Ja, okay, einer hat sie verraten. Ja klar, der Ravenclaw. Nee, natürlich, der Slytherin wird es im Endeffekt sein. Es läuft immer darauf hinaus. Das könnte man hier besser zeigen. Und gerade der Film hier ist eigentlich der Film, wo man es am besten zeigen könnte. Mitunter, weil hier die ganze Thematik auch aufkommt. In den restlichen Filmen ist es da eher weniger der Fall. Ansonsten ist es eigentlich für den Film sogar relativ alles, was man erwähnen kann. Klar, Dobby ist ein Aspekt, den man damit auch nochmal erklären muss, aber im Prinzip ist das für den Film, glaube ich, alles. Ja, sehe ich eigentlich auch so. Deswegen würde ich auch sagen, kommen wir zu einem der beliebtesten und einem der besten Filme, wenn nicht sogar den besten, wenn man hier von der allgemeinen Meinung ausgeht, nämlich zum Gefangenen von Azkaban. Und ich muss sagen, da haben die Filme auch was geschaffen, was ich total gut finde. Es wurde auf Anhieb düsterer. Es wurde ernster, es wurde erwachsener, es wurde düsterer. Und man hat von Anfang an so ein ganz, ganz anderes Feeling gehabt. Und ich muss auch sagen, dieser Film, ich kann ihn nicht wirklich schlecht machen. Klar gab es einige Bestandteile, die ich so ein bisschen unnötig fand, die ich ein bisschen schlechter fand. Deswegen die Ausführung, was jetzt zum Beispiel den dritten angeht, ist tatsächlich dann etwas kürzer. Aber es gibt tatsächlich sehr viele wesentliche Aspekte und Charaktere, die viel zu sehr in den Hintergrund geraten sind, die auf jeden Fall erwähnenswert sind. Und auch Situationen, ganz klar, kommen leider nicht drüber hinweg. Aber
Ich will trotzdem von Anfang an gesagt haben, ich mag diesen Film, dieser Film ist wirklich gut. Man hat es geschafft, so eine zeitliche Darstellung zu inszenieren, die Zeit immer wieder in den Vordergrund zu stellen. Dann hat man zum Beispiel auch mal in so einer coolen Szenerie nicht aufgezeigt oder beziehungsweise eben aufgezeigt, dass es kalt wird und es nicht nur so komisch dargestellt. Das fand ich zum Beispiel sehr, sehr gelungen und hat mir sehr gut gefallen. Und gerade solche Aspekte finde ich in dem Film wichtig und an sich wirklich ein grandioser und wirklich sehr guter Film. Aber wie bereits erwähnt, es gibt halt nun mal einige Bestandteile, die so ein bisschen in den Hintergrund geraten sind. Und ich finde, der erste Punkt steckt schon im Namen selbst. Azkaban. Was ist Azkaban eigentlich? Ich finde, das kam viel zu kurz. Diese ganze Erklärung, was ist dieses Gefängnis? Was hängt damit zusammen? Was sind die Dementoren? Fliegen die jetzt wirklich oder schweben sie eigentlich nur wie in den Büchern? Schwierige Sache, aber ich finde, da würde ich dir mal wieder den entsprechenden Hut übergeben. Ich danke dir. Ich muss auch hier anmerken, es ist wahrscheinlich der Film, den ich am besten geschrieben finde. Also im Vergleich auch mit dem Buch finde ich ihn teilweise sogar besser. Ist einer der wenigen Filme, wo ich so sagen kann. Ich finde ihn beinahe perfekt für Harry Potter-Verhältnisse. Aber ja, setzen wir direkt bei Azkaban an. Wir erfahren einfach fast nichts über Azkaban. Das zieht sich auch über die weiteren Filme. Hier könnt ihr mal bereits anteasen. Was ist Azkaban? Ist bereits jemand schon mal entflohen? Warum ist Sirius als jemand, der entflohen ist, so besonders? Wer ist Sirius Black, den man hier, by the way, dann schon kennt, weil er im ersten Buch schon erwähnt wurde? Und was sind diese Dementoren? Vielleicht sogar ein wenig was zu ihrer Entstehungsgeschichte, was der Rowling ja später erzählt hat mit der Christus, dass sie ja indirekt durch Experimente entstanden sind. Warum nicht? Erklärt es. Ist sehr interessant. Klar, es ist immer noch Fantasy, man will es jetzt nicht eins zu eins rüberbringen, aber baut ein Mysterium auf. Und dieser Show-Don't-Tell-Aspekt, der in den Filmen noch genutzt wurde, den finde ich gut, dass man hier beispielsweise auch die Scheiben einfrieren lässt und dergleichen. Aber er erklärt es halt ein wenig und erklärt uns auch, warum es so gruselig ist. Ich finde, wenn man das noch mehr erklären würde, würde man die Angst von Harry dann noch mehr verstehen. Man hat sich ja gewundert, er hat keine Angst vor Voldemort, sondern vor Dementoren. Und stellt auch dar, was sie darstellen sollen und eben diese Depression, die damit einhergeht. Klitter, warte. Dementor. Gerade das halt eben. Und auch mit Remus. Remus ist doch die perfekte Person, das zu erklären. Er hat schon Harry Privatunterricht gegeben, also warum führt man das hier nicht fort? Man hat das schon mit dem Werwolf hier beinahe perfekt rübergebracht. Mit dem Dementor, finde ich, hapert das Ganze ein wenig. Und mit dem Gefängnis Azkaban sowieso. Was sagst du dazu? Ich sehe das eigentlich ganz genauso. Die Darstellung ist auf jeden Fall schon mal gelungen. Aber wenn man zum Beispiel dann, werden wir später auch noch machen, auf einzelne Charaktere eingeht, merkt man auch, es gibt schon Unterschiede. Gerade Remus zum Beispiel ist ein gutes Beispiel. Aber im Allgemeinen natürlich, wie gesagt, es ist ein grandioser Film. Es gibt sehr gute Elemente. Nur, es stimmt, die Erklärung fehlt so ein bisschen. Wieder mal dieser extreme Tiefgang. Sirius Black. Ich finde, es hat sich auch zu schnell so im Sande verlaufen. Dann irgendwie der Patenonkel von Harry Potter. Ich sehe da noch kein richtiges Verhältnis. Ja, okay, es ist sein Patenonkel. So, warum will er ihn jetzt töten? Was hat das jetzt mit dem zu tun? Was hat das mit Voldemort zu tun? Dann diese Prophezeiung, die sich da nach und nach aufbaut. Das ist auch so ein wesentlicher Aspekt. Und ich finde das zum Beispiel auch was, worauf wir gleich mal direkt zu sprechen kommen müssen. Die Prophezeiung an sich. Keiner von beiden kann überleben, solange der andere überlebt. Oder Diener und Meister werden wieder vereint sein wie früher. Extrem cool, sehr gut gemacht, auch gut umgesetzt. Nur gerade zum Beispiel Trelawney. Okay, fangen wir doch mal mit den Charakteren an. Trelawney, so ein Charakter, völlig irgendwie im Sande verlaufen. Es gab eine Prophezeiung, die sie ausgesprochen hat, aber ich finde tatsächlich im Film gab es diesen Stellenwert noch nicht mal. Warum ist diese Prophezeiung so relevant? Was bedeutet das? Warum wurde sie eigentlich nach Hogwarts gebracht? Diese ganze Erklärung, dieser ganze Flashback-Moment sozusagen, wo Dumbledore entscheidet erstmal, okay, wir hören sie uns an, dann wollte sie natürlich nicht aufnehmen. Auf einmal hat sie dann im richtigen Moment die Prophezeiung ausgesprochen und hat dann wirklich mal eine Vorhersage gehabt und hat mal gemerkt, oh, okay, ich muss sie schützen. Dann erklärt man auch, okay, deswegen kam sie nach Hogwarts. Deswegen war sie auch eigentlich mehr oder weniger später als unbegabt sozusagen verifiziert. Aber sie hat halt nun mal schon wirklich echte Prophezeiungen gehabt. Sie kann wirklich in die Zukunft sehen. Und das ist halt auch eine Prophezeiung, die sich bewahrheitet hat. Dann die Verbindung mit Snape zum Beispiel. Ich finde, das sind Punkte, die müssen viel, viel, viel mehr ausgefacht werden und viel mehr ausgearbeitet werden in jeder Hinsicht. Gerade, weil wir jetzt zum Beispiel von Sachen ausgehen müssen und es beginnt halt erst ab dem dritten Teil so richtig, die später unfassbar relevant werden. Was sagst du dazu? Also was Trelawney betrifft, hat man ja viel, viel mehr in den Büchern. Ich meine, er sieht ja selbst so Dinge, dass sie beispielsweise sagt, ey, dein Hamster wird sterben oder du wirst, keine Ahnung, einen Crush haben. Und die Schülerinnen, die fliegen da halt drauf rein und Hermine versucht es ja die ganze Zeit zu erklären. Es ist ja auch ein kompletter Konflikt, wie bei Rita quasi, der hier aufgebaut wird mit Hermine, der komplett fehlt. Man hat ja quasi nur den Grimm und Harry muss Angst haben und am Ende wird sie von anderen Charakteren gemobbt. Warum erklärt man sie nicht? Gerade in diesem Buch mobbt sie ja durchgehend Harry.
Und man versteht ja erst im Endeffekt, warum das mit der Prophezeiung wichtig ist. Und ich finde, wenn man den Charakter schon kennt, hittet das nochmal viel, viel mehr. Gerade wenn man weiß, ey, sie hat recht, am Ende hat sie wirklich Talent dafür. Und das betrifft natürlich auch den Unterricht, der sowieso immer gestrichen wird. Und gerade ihr Unterricht war ja der erste Unterricht, in dem Hermine beispielsweise nicht gut war. Also das ist hier nochmal etwas sehr Besonderes. Und gerade mit Harry in Verbindung, man könnte sogar hier, wie auch in den Büchern, teilweise ein paar Wahrheiten aussprechen lassen, wo man es vielleicht nicht ganz durchblickt, aber am Ende halt trotzdem true ist. Und auch ein wenig zeigen, wie sie überhaupt in die Position kam. Also ich finde, man kann hier für die Serie ein wenig was vorweggreifen oder zumindest in Form von Flashbacks was anteasen, was man dann später nochmal, wo man nochmal darauf zurückgeht. Auf jeden Fall ein Charakter, der ähnlich wie Lockhart halt komplett übergangen wurde und der einfach nur unsympathisch sein soll, aber dann viel mehr eigentlich hinterstecken sollte. Was ist deine Meinung dazu und vor allem mit Hermine in Verbindung? Denkst du, dass man das Ganze hierbei ausführen muss oder findest du es eher unnötig, weil Hermine sowieso auch in den Filmen schon zu viel Spotlight hatte? In den Filmen hatte sie definitiv zu viel Spotlight, eigentlich ja, aber es ist tatsächlich auch ihr Film. Ich finde, das Ganze wird so ein bisschen mehr verfliegen, wenn man da zum Beispiel das tut, was wir schon vorhin angesprochen haben. Zum Beispiel der erste Teil, okay, so ein allgemeiner Fokus, jeder wird mal so ein bisschen beleuchtet. Der zweite legt dann mehr Fokus auf diese Familienbande, eben die Weasleys gegen die Malfoys sozusagen, dann halt eben noch den Fokus auf Genie. Und wenn der dritte halt dann sozusagen den Hermine-Fokus bekommt, ist das für mich in Ordnung. Weil es stimmt ja, es gibt ja einen großen Fokus. Gerade Zeit. Zeit. Zeitreisen, Zeitmanipulation. Ich meine, wir haben faktisch Trelawney, die Zukunft sehen kann. Wir haben Hermine, die irgendwie in die Vergangenheit reisen kann. Und das ist alles so ein riesen Konstrukt, was im dritten aufgebaut wird. Der Film bietet schon unfassbar viel Potenzial. Aber da steckt so viel mehr dahinter. Was sind diese Zeitmanipulatoren? Warum kann man das? Warum hat Hermine den bekommen? Ich meine, er wurde am Anfang des Jahres von McGonagall überreicht. Das ist so dürftig. Das reicht halt einfach nicht aus. Klar kann man dann sagen, okay, sie ist dann in der Lage, so ziemlich jeden Kurs zu belegen. Aber ganz ehrlich, dann verbessert doch einfach das System sozusagen, dass die Leute halt allgemein in der Lage sind, den Kurs zu belegen und gibt ihnen dann nicht die Möglichkeit, mal kurz durch die Zeit zu reisen. Also ein bisschen viel, finde ich. Und das sind zum Beispiel die Punkte, die sind unfassbar relevant. Dann haben wir in dem Teil auch noch die Karte des Rumtreibers. Wieder so eine Thematik, wo ich sagen muss, ey, da müssen wir direkt auch wieder ansetzen. Wie gesagt, wir wollen den Film nicht schlecht reden. Wir beide mögen diesen Film. Es gibt halt nur so viele Elemente in diesem Film, die unfassbar relevant sind. Die Karte des Rumtreibers. Wer sind denn Mooney, Tatze, Wurmschwanz, Krone? Wer sind diese Leute? Schlitterer, sag's mir, wer sind diese Leute mit nur Filmwissen? Naja, Remus ist am Ende der Typ, der fast als der Böse rüberkommt. Und naja, James ist, naja, der Typ, der aussieht wie Harry. Und das war's eigentlich. Ich glaube, Pettigrew sollen wir alle hassen. Das ist wieder so ein Charakter. Was war noch was am Ende in den Filmen? Hat man's gesehen? Also man weiß halt nichts, ne? Ganz genau. Das ist auch so eine Problematik. Man weiß halt wirklich gefühlt gar nichts. Eigentlich ein relativ interessantes Ende, dass er sich dann mit der Hand sozusagen mehr oder weniger selbst meuchelt und das, weil er dann auch irgendwie sich widerständig gegenüber Voldemort verhalten hat, aber ja, Grundthematik. Auf jeden Fall, wie gesagt, darauf zurückzukommen, man weiß halt wirklich kaum was. Allein zum Beispiel, ja, wer ist denn Krone? So, warum heißt diese Person Krone? Es wurde nie wirklich erklärt. Man weiß das dann irgendwie, man kann sich das zusammenreimen und ja, das Ganze besteht dann halt auch. Aber dass sie alle mal alte Freunde waren, sich diese Spitznamen gegeben haben, dann, da fing es ja auch schon mit Snape an. Hier haben wir wieder immenses Spin-Off-Potenzial. Die Karte des Rumtreibers an sich. Zum Beispiel eine Sache, die in den Filmen viele gestört hat, ist nämlich, warum haben sich Fred und George nie dafür eingesetzt, dass man jetzt irgendwie diese Ratte namens Peter Pettigrew von dem Bett ihres kleinen Bruders entfernt. Tatsächlich hat Harry Peter Pettigrew in den Büchern nie gesehen auf der Karte. Das ist so ein wesentlicher Punkt. Das macht es so entscheidend. Das war nicht der Grund, warum Peter Pettigrew entdeckt worden ist. Und dann diese Dynamik, auch mit Lupin zum Beispiel, hier müssen wir auch wieder ansetzen. Diese Vollmondsache wurde gut inszeniert und wurde auch gut von Snape aufgebaut. Das hat schon Spaß gemacht, nur fehlt da noch so viel, weil das halt auch schon viel früher angefangen hat. Dann eben die heulende Hütte, dass sich da eben Leute wie Snape, dann Peter Pettigrew, Lupin wieder einfinden und natürlich noch den Sirius Black. Das ist so immens viel Potenzial, weil hier halt einfach nochmal dieser Flashback-Moment eingesetzt werden muss, dass sie damals versucht haben, Snape dort zu töten. Und das, indem man halt immer wieder tatsächlich einen Lupin halt dort eingesperrt hat, einfach aufgrund dessen, dass sich nun mal in einen Werwolf verwandelt. Das wussten nicht viele, aber sie wussten es, Dumbledore wusste es. Und so konnte man das Ganze schützen und so wurde halt dieser Mythos inszeniert, der gefährlichste Ort in ganz London, die heulende Hütte. Und da wollten sie Snape hinlocken und die töten und dann finden die sich alle dort wieder. Das ist doch so viel Potenzial, aber das ist halt leider im Film nicht aufgrund des schlechten Films zu kurz gekommen, sondern man hat halt einfach nicht genug Platz gehabt oder nicht genug Zeit gehabt. Oder wie siehst du das? Ich sehe es genauso. Ich meine, in den Büchern hatten wir ja auch die Situation, dass sie da bei den drei Besen saßen mit McGonagall, Madame Rosmerta, dann darüber geredet haben. Ey, das waren absolute Talente, wirklich Ausnahme.
Zauberer. Ja gut, Peter Pettigrew, ja, er war halt am Rockzipfel der Jungs. Remus war auch ein guter. Ja, gut, er hatte halt auch ein schweres Los. Zeigt ein Flashback, zeigt einfach diese unglaubliche Bromance der beiden. Und für die, die nicht wissen, wie es endet, lernt Sirius hassen. Der beste Freund von seinem Vater. Und das ist der Verräter. Wenn du es ja wirklich glaubst, dann hast du ihn ja noch mehr, wenn du es zeigst. Vor allem, du weißt ja bereits durch das erste Buch, es gibt eine Verbindung. Und hier wurde es ja indirekt durch Fatsch im Film halt offenbart. Allgemein, Fatsch ist hier ein Charakter, der sowieso eher ein bisschen besser rüberkommt als sonst. Aber zeigt das doch. Lasst haufenweise Charakter Sirius erwähnen und nutzt die Möglichkeit für Flashbacks. Ich meine, in den Büchern hören sie einfach nur zu unterm Tarnumhang. Hier kann man das Ganze aktiv zeigen. Also während sie es erzählen, zeigt uns ein Flashback von dem, was sie erzählen. So kleine Situationen. Zeigt da vielleicht auch schon Snape und zeigt da schon, dass sie mit ihm verfeindet waren. Nicht unbedingt warum, aber zeigt die Feindschaft, dass man es vielleicht auch versteht im Nachhinein, wenn man sich darauf beziehen kann. Das ist zumindest meine Meinung, das sollte man für die Serie hier nutzen. Im Film, wie erwähnt, ist ein Top-Film, da war jetzt nicht wirklich die Zeit für. Das Einzige, was ich ein bisschen unnötig fand, war halt gegen Ende, wo Remus im ersten Moment halt wieder böse rüberkommt, wo er halt auch Hermine lobt und halt mit so einem bösen Grinsen. Ich weiß halt nicht, ob ich das gebraucht hätte, aber ansonsten ist der Plot halt trotzdem ziemlich gut rübergebracht. Ist so zumindest meine Meinung des Ganzen. Du beschreibst gerade mit einem der schlimmsten Momente in den Film. Ja, dieser Moment, es hat so keinen Sinn gemacht. Ich hasse diesen Moment bis heute. Erstmal, Hermine hat wieder mehr Fokus bekommen. Auch wieder so eine Problematik, die du schon im zweiten angesprochen hast, die sich im dritten noch mehr durchzieht. Ron wird immer mehr zum Feigling. In den Büchern hat er sich wirklich gewehrt. Der hat sich das Bein gebrochen, weil er sich verhakt hat in der peitschenden Weide und Sirius ihn wegziehen musste. Und dadurch hat er sich das Bein gebrochen, weil er nicht loslassen wollte. Weil er sich wirklich aktiv gewehrt hat. Dann ist er aufgestanden und hat gesagt, wenn ihr mich töten oder wenn ihr Harry töten wollt, müsst ihr erst uns töten. Ron hat das gesagt, nicht Hermine. Und dann diese Aussage von Lupin. Nein, tu es noch nicht. Er muss erst erfahren, warum. So, löst doch mal kurz auf, dass es nicht darum geht, Harry zu töten. Bitte für eine Sekunde. Es sind immer noch Kinder. Löst das doch mal kurz auf. Ganz, ganz schlimmer Moment. Aber ich würde auch sagen, kommen wir zu dem Teil, wo die Leute sich am meisten darüber beschweren und am meisten Potenzial dahinter steckt tatsächlich und so viele Charaktere relevant werden, unter anderem einer unserer persönlichen Lieblingscharaktere, nämlich Barty Crouch Junior. Deswegen übergebe ich dir mal wieder in dem Fall den Elderstab. Ich muss sagen, es ist der mit Abstand problematischste Film und dennoch muss ich sagen, ich liebe den Film. Ich weiß nicht warum, aber ich liebe den Film und ich liebe das Buch, obwohl die komplett unterschiedlich sind. Der Film hat hier so vieles weggelassen. Fangen wir direkt am Anfang an. Jetzt nicht bei den Dursleys, haben wir bereits erklärt. Aber fangen wir bei der Quidditch-Weltmeisterschaft an. Erstmal, dass die Weasleys hier schlechtere Plätze haben als die Malfoys. Ergibt keinen Sinn. Wie kommt Barty Crouch schon an den Zauberstab? Erklärt das. Nächster Punkt. Was war mit Fred und George und Ludo Beckman? Ludo Beckman hat das komplette Trimagische Turnier veranstaltet, war ein ehemaliger Quidditch-Profi, hat gegen die Weasleys eine Wette verloren und hat sich später auch zurückgezogen. Dafür musste Harry dann halt aushelfen mit seinem Gewinn. So ist der Laden entstanden. Man weiß halt gar nichts darüber in den Filmen. Man weiß nicht mal, wie es überhaupt dazu kam. Der Charakter ist komplett weg. Viktor Krumm ist ein verdammter Champion. Der Typ hat seinen Wronska-Trick, ich glaube, so wird es ausgesprochen, und hat trotz dessen, dass sie verloren haben, ein cooles Ergebnis erzielt. Weil er wusste, okay, wir verlieren sowieso, ich muss jetzt das Ganze beenden. Ist ein absolutes Idol, der später wieder eingeführt wird. Die komplette Quidditch-WM dauert in den Filmen, glaube ich, 10 Sekunden. Auch der Charakter von Dobby wird hier wieder eingeführt. In den Filmen wird er komplett weggelassen, da er übernimmt teilweise Neville seinen Part. Gerade für Winky ist es sehr wichtig. Wer ist Winky, fragen jetzt die Filmzuschauer. Das ist der Haushalt der Crouch-Family, dem unterstellt wird, das dunkle Mal am Himmel heraufbeschworen zu haben, der Harrys Zauberstab in der Hand hatte, den sich aber Crouch genommen hat. Wie kann Crouch ihn nehmen, wenn sie nicht diese Logenplätze haben? Und wie kann Winky beschuldigt werden, wenn sie nicht da ist? Versteht ihr? Und natürlich habe ich hier auch noch ein paar kleinere Punkte, wie dass die Todesser hier auch Randale gemacht haben, was ja auch ein weiterer Grund war, warum Crouch überhaupt erst so wütend wurde, weil er eben gesehen hat, ey, was machen die? Das sind irgendwelche Verräter. Und natürlich haben wir hier in den Filmen die legendäre Kleidung, die später abgeändert wurde aus offensichtlichen Gründen. Aber ja, das sind alles Punkte, die weggelassen wurden. Und natürlich halt die komplette Geschichte der Riddles ganz am Anfang, die auch komplett übergangen wurde und in den Filmen nicht mal vorkommt, weshalb ich sie nicht erwähne. Ich glaube, darauf gehen wir gleich nochmal ein. Was ist deine Meinung zur Quidditch-Weltmeisterschaft, wo alles vorkam, was ich gerade erzählt habe, was in den Filmen so 2 Minuten dauert? Definitiv
Sehr guter Punkt, auch dass du es direkt zu Anfang ansprichst. Also auf die Riddle-Familie werden wir doch ausführlich eingehen müssen, ganz klar. Nur erstmal die Weltmeisterschaft. Ich bin ein riesen Fan von dieser Darstellung. Es war schon total cool, wie es aufgebaut wurde. Krumm, krumm, krumm. Extrem cool. Wir wissen so ungefähr, okay, Bulgaren gegen Iren und so, ganz interessant. Aber wir wissen nicht wirklich, was geht dort ab. Dann zum Beispiel auch dieses Koboldgold, was so relevant ist. Da werden wir später auch noch drauf eingehen müssen. Das sind so viele Plot-Elemente, die hier angeteased wurden und verloren gegangen sind. Aber anders zum Beispiel als im Film davor, wo man bewusst Sachen weggelassen hat und sie einfach auch umgedreht hat und anders dargestellt hat, hat man hier Sachen angeteased und angeteased und angeteased, aber nicht umgesetzt. Wie du schon sagst, man sieht am Ende Barty Crouch Jr., man sieht ihn, wie er dieses Mal darauf beschwört. Es geht darum, dass man nicht weiß, wer das ist. Es geht darum, dass man diesen Namen eben nicht kennt, dass man keine bildliche Darstellung dessen hat. Harry hatte nur Träume und kennt diesen Charakter nicht, aber er sieht ihn halt auch nicht. Und das ist halt auch so ein Problem. Er hat sich mit einem Tarnumhang da versteckt und konnte sich halt dann eben Harrys Zauberstab aneignen. Warum konnte er das? Weil er eben in der Minister-Lounge saß und das aufgrund dessen, dass er mit Biegen und Brechen in Gefallen irgendwie gerade so irgendwie bei seinem Vater und seiner Mutter und Winky faktisch auch. Winky hat dann noch irgendwie gedrängt nach dem Motto, ja okay, er muss doch da teilnehmen, er sollte es sich doch anschauen können. Und deswegen durfte er in dieser Lounge sitzen und deswegen konnte er sich diesen Zauberstab aneignen. Warum war aber Harry dort? Eben weil gerade Arthur auch für das Ministerium arbeitet und deswegen diese Logenplätze bekommen hat. Und was hat man aber dann zum Beispiel in dem Film gemacht? Man hat nochmal eine Szenerie erschaffen mit Lucius Malfoy und Arthur Weasley, wo die darauf eingehen, ja, wo sitzt ihr eigentlich? Ich sag mal so, wenn es regnet, erfahrt ihr es als zuerst. Das war total unnötig, weil wenn ihr den Plot schon ändert und wenn ihr das schon wirklich anders darstellen wollt, dann macht doch nicht noch so eine Extra-Szene, wo ihr das doch mal untermalen müsst. Ja, wir machen es jetzt anders. Hat gar keinen Sinn gemacht. Dann auch die Problematik, warum man zum Beispiel Harry auch kurzzeitig verdächtigt hat. Man sieht ja da die ganzen Auroren aufkommen und die greifen halt dann einfach so mir nichts, dir nichts, 3 Elfjährige an. Warum? So, warum? Ich meinte, sorry, 14. Warum? Das hat man natürlich nicht einfach so gemacht, sondern es gab halt wirklich die Begründung, ja, es war nun mal Harrys Zauberstab, es war nun mal der Hauself der Crouch-Familie. Das war so eine interessante Verbindung. Man konnte sich aber nicht zusammenreimen. Es gab immer wieder so kleine Fetzen. Man wusste aber nicht, wo der Zusammenhang ist. Man wusste eben nicht, dass da eine Barty Crouch Jr. noch zentral mittendrin ist. Und das ist so ein riesiges Plot-Element, was total schade ist. Und diese Weltmeisterschaft ist deswegen auch so unfassbar interessant. Dann eben noch eine andere Sache, wo wir später noch ausführlicher drauf eingehen. Fred und Josh, die eine Wette eingehen und diese Wette ist halt einfach, dass sie relativ gut abschneiden sogar dabei und da extrem getäuscht werden und das Ganze hängt natürlich auch mit dem Koboldgold der Iren hier zusammen, was inszeniert wurde, um kurzzeitig halt einfach zu erscheinen, aber dann wieder verschwindet. Ist so die Eigenschaft von Koboldgold und wir erfahren zum Beispiel auch in den Filmen nie, was ist Koboldgold eigentlich und warum ist das so relevant? Und hier ist es plotrelevant in jeder Hinsicht. Und gerade eben, was zum Beispiel auch die Zukunft von Fred und Josh angeht und die Verbindung mit Harry angeht, spielt es eine extreme Rolle. Ja, definitiv. Und auch ein weiterer Punkt, den man auch hier erwähnen kann direkt, ist halt Barty Crouch Senior. Der wird ja auch direkt dort erklärt. Man erfährt sofort, wer ist das? Man erfährt auch sofort, wo wollte der hin? Das ist der Typ, der damals die Abteilung zur magischen Strafverfolgung geleitet hat. Der nur wegen den ganzen Geschehnissen um seinen Sohn herum daneben nicht der Zaubereiminister wurde. Auch das wird bereits hier mehr oder weniger angeteased. Sehr plotrelevant haben wir hier überhaupt nicht. Und der Charakter sowieso kommt allgemein zu kurz. Man merkt auch direkt, dass er Harry nicht mag beispielsweise. Hier wirkt er für mich am Anfang eher wie ein netter Typ. Und selbst bei dieser gesamten Verhandlung, die im Film ein wenig aufgebauscht wurde, wo hier irgendwelche Namen preisgegeben werden, wirkt er für mich nicht mal so unsympathisch, sondern eher wie jemand, der, ich sag mal, eher enttäuscht von seinem Sohn ist. Die komplette Szenerie war ja auch in den Büchern eine andere. Und im Endeffekt war ja auch der Barty Crouch Jr., der ist der Ausbrecher von Azkaban. Dinge, die man hier dadurch erfährt am Ende. Was hier aber überhaupt nicht erwähnt wurde. In den Filmen weiß man nicht mal, dass der wirklich aus Azkaban ausgebrochen ist, geschweige denn, dass er überhaupt wirklich dort war. Das erfährt man nicht so ordentlich. Man sieht nur, dass er kurz ausrastet und versucht, ihn umzubringen. Das war's. Erklärt doch, was Sache ist. Wie kommt man überhaupt von ich versuche meinen Vater umzubringen zu ich kehre zurück in die Dienste des Lords und beschwöre ein dunkles Mal und bin dann auf einmal Lehrer? Wie haben sie Matt und Moody gefangen genommen? Das könnte man doch zeigen. Pettigrew war auch dabei. Und wer ist überhaupt Matt und Moody? Also das sind auch Punkte, die man hier erklären kann. Denkst du, man wird den Kampf hier ausführlicher zeigen? Und wie würdest du dir die Darstellung des Kampfes eigentlich vorstellen? Weil man hat ja nicht wirklich erfahren, wie es ganz genau war. Aber denkst du, man wird hier Pettigrew highlighten? Denkst du, man wird ihn weglassen? Und was denkst du, wird man hier mit dem Charakter von Crouch machen? Wird man hier zeigen, wie der aus Azkaban ausgebrochen ist? Oder nur darüber berichten? Das sind Dinge, die auf jeden Fall um den Charakter herum, den wir ja beide sein mögen, sehr interessant.
Definitiv. Also da fehlt ja wirklich alles. Also da fehlt wirklich alles, was man sich noch vorstellen kann. Sowohl bei seinem ersten Ausbruch, dann bei seiner zweiten Gefangenschaft. Wir wissen ja nicht mal, was sein Schicksal ist, wenn wir ehrlich sind. Also über den Film hinaus oder über das Buch hinaus wissen wir in dem Buch, was passiert. Im Film wissen wir nicht, was ist eigentlich jetzt mit dem? Warum war er dann zum Beispiel im 5. nicht beim Ausbruch dabei? So, man weiß es halt einfach nicht, weil die Filme es nicht gesagt haben. Das ist so eine Grundproblematik, die sich halt durchzieht. Und gerade im 4. sind das so viele relevante Ereignisse. Was Barty Crouch Jr. angeht, wir haben eine Szenerie, wo die Mad-Eye Moody in seinem Haus überwinden. Nur in dem Moment klingt das okay. Mad-Eye Moody, also ein Typ, der so ein bisschen gezeichnet wurde und halt früher mal wohl ein krasser Typ war, scheint jetzt so irgendwo ein älterer Seniorentyp zu sein. Nein, ganz im Gegenteil. Wir reden über den Typ, der wirklich die Hälfte der Gefangenen von Azkaban dorthin gebracht hat. Und das einfach nur, weil er eine persönliche Agenda hat, nicht zu töten. Er tötet keine Todesser, er nimmt sie gefangen, was nochmal schwieriger ist. Deswegen wurde er so gezeichnet, deswegen ist er so gefürchtet. Selbst Voldemort himself hat ihn schon anerkannt. Ein unfassbar mächtiger Top-Auror, der ein bisschen wahnsinnig geworden ist, ja, aber definitiv halt auch übermächtig ist. Dann Barty Crouch Jr. Warum ist Barty Crouch Jr. überhaupt so relevant? Warum kann er eine Mad-Eye Moody überwinden, ihn ein Jahr unter den Imperius-Fluch setzen? Warum kennt er sich so gut damit aus? Da muss man die Vergangenheit thematisieren. Warum war Barty Crouch Jr. in Azkaban? Ganz einfach. Er wurde einfach mitverantwortlich gemacht, natürlich, und auch zu Recht gefangen genommen für die im Prinzip Folterung und in den Wahnsinntreibung sozusagen des Auroren Frank Lombardon und seiner Frau und das natürlich mit Rabastan, Rudolphus Lestrange, Bellatrix Lestrange und natürlich ihm himself. Dafür wurde er gefangen genommen und er hat nicht wie im Film da so einen coolen Auftritt hingelegt, wo er nach vorne gegangen ist, nach dem Motto: Den Namen, gib uns den Namen, Barty Crouch Junior. Dann steht er da natürlich so extrem cool auf. Mad-Eye Moody muss ihn umhauen und dann nochmal diese Szenerie. Ja, Vater. Und dann mit der Zunge, das war schon cool. Ich bin ehrlich, wir haben es auch beide gefeiert. Es war schon cool. Es hat auch Spaß gemacht, das so zu sehen. Nur, es war halt natürlich in den Büchern völlig anders. Er hat gebettelt und gefleht und er war es doch nicht. Und oh nein, er war es nicht. Und dann, als er in Azkaban war, wie konnte er entkommen? Ich meine, bei Sirius wussten wir es. Er kann sich in einen Animagus verwandeln und er war nicht registriert. Somit konnte er entsprechend entkommen. Barty Crouch Jr., sehr viel interessanter. Seine Mutter kam tatsächlich, hat sozusagen seinen Platz eingenommen, ist dann auch in Azkaban gestorben und er konnte dafür rausgehen. Und das war eine unfassbar spannende Szenerie. Dann wurde er von seinem Vater ein Jahrzehnt unter dem Imperius-Fluch gesetzt und dort gefangen gehalten, faktisch im Keller gefangen gehalten von seinem eigenen Vater, was ihn nochmal unsympathischer macht, auch nochmal erklärt, warum er ihn auch schlussendlich umbringen wollte und das auch dann tut. Weil das war wirklich sehr grausam. Und das war ja genau die Grundszenerie, deswegen konnte er auch dann zur eben Quidditch-Weltmeisterschaft kommen, weil er eben die Möglichkeit gesehen hat, sozusagen dort dann vielleicht noch so eine Winky zu beeinflussen, nach dem Motto, okay, es könnte gehen und so ein bisschen auf Mitleid und so, das war sowieso mal seine Agenda und deswegen hat das geklappt und deswegen stand der Barty Crouch Junior da und das ist eine Szenerie, die muss man ausführlich zeigen. Was den Kampf jetzt angeht, ja, man könnte Peter Pettigrew highlighten, weil es stimmt, er war dabei. Voldemort hat Pettigrew damals mitgeschickt, weil er tatsächlich Potenzial in ihm gesehen hat, nach dem Motto, er hat schon einiges Gutes getan, er kann dir vielleicht auch helfen. Später kam er auch dann zu einem Snape, aber gut, andere Geschichte. Aber in dem Moment war es dann schon ganz interessant und ja, also grundlegend hat man die Möglichkeit, diese Szenerie grundlegend komplett aufzuzeigen. Und was sagst du zum Beispiel zu anderen Charakteren, die komplett falsch gelegen sind? Also in jeder Hinsicht. Wir wissen, es gab verschiedene Statisten. Wir hatten die Todesser, die längst in Hogwarts waren. Hogwarts war kein sicherer Ort mehr. Wir hatten einen Snape natürlich, der hier auch groß verdächtigt wurde. Wir hatten aber auch Igor Karkaroff, eben Barty Crouch Jr., dann eben Barty Crouch Senior mit dem Herz aus Stein. Und das alles mit der Aussage seitens Sirius Black. Und ja, Sirius Black kam wirklich vor und nicht nur, ich zeig mal kurz mein Gesicht im Feuer. Ja, Sirius Black muss man hier auf jeden Fall ausführlicher zeigen. Also es gab ja auch hier und da auch Treffen, die ja sehr riskant waren, wo ja im Endeffekt ja auch teilweise Lucius das Ganze mitbekommen hat. Im Film war es ja wirklich nur diese Feuersituation. Klar, dass er trotzdem cool aus, wie ich finde, aber es war jetzt nicht unbedingt das, was man in den Büchern hatte. Finde ich aber bei dem Charakter nicht mal so schlimm, da wir hier so viele weitere Charakter haben, die teilweise hauptsächlich hier eingeführt werden. Angefangen mit den ganzen Schulleitern der anderen Schulen, so Igor Karkaroff zum Beispiel ist ein ehemaliger Todesser. Im Film haben wir hier sogar eine Deleted Scene, wo ja Snape kurz dazu stürmt und ein paar Schüler bei ihrer, ich sag mal, Tätigkeit unterbricht. Dort sieht man ja auch, dass er sehr viel Angst hat und Snape zeigt, hey, also ich muss nicht Angst haben, bei mir gibt es keinen Grund dazu, ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
was wiederum eine Situation ist, bei der man Snape verdächtig und Karkaroff kennenlernt. Und auch Karkaroffs Ende ist überhaupt nicht bekannt in den Filmen. Man erfährt überhaupt nicht, was mit ihm passiert ist. Genau wie bei Barty Crouch Jr., der sogar den Kuss des Dementors bekam. Man erfährt nicht mal, wie es endet. Madame Maxime auch komplett vorbeigegangen. Auch ihre spätere Reisen mit Hagrid und so, kommen wir nochmal darauf zu sprechen. Man versteht den Charakter nicht mal. Sie ist einfach da. Dass sie eine Halbriesin ist und es da einen Konflikt gibt mit Hagrid, versteht man nicht. Charlie Weasley, der hier auf Hagrid trifft, in Konstellation mit den ganzen Schulleitern, wo ja alle versuchen zu cheaten. Man erfährt da nichts drüber. Die kompletten Schulen werden nicht ordentlich eingeführt. Ich meine, zum einen kommen sie wie eine Jungs- und Mädchenschule rüber und Hogwarts ist dann halt gemischt. Und allgemein wirken die eher wie, naja, sehr feminin und sehr maskulin. Ich meine, die einen kommen da getanzt rein, die anderen machen da mit Feindfeier sogar ein ganzes Inferno gefühlt und mit irgendwelchen Stäben. Also für mich einfach eine Pottdarstellung, aber irgendwie nichts dahinter in den Filmen. Was ist so deine Meinung darüber? Und wie findest du überhaupt diese sehr, sehr klischeemäßige Darstellung, die nicht mal den Büchern entspricht? Also erstmal natürlich, der mutigste Schüler, den ich je gesehen habe, war dieser eine Durmstrang-Schüler, der wirklich Feindfeier einfach vor Dumbledore da ausgelöst hat, nach dem Motto, hey, Albus Dumbledore, guck mal hier. Das ist schon eine krasse Situation. Ja, viel zu extrem. Also es war auch unnötig maskulin, unnötig feminin. Die kamen dort wirklich rüber, wie du schon sagst, Jungs- und Mädchenschüler. Das war nicht der Fall. Es stimmt tatsächlich, dass man sagen muss, in Bobbertor zum Beispiel, gibt es wohl einen höheren Mädchenanteil oder einen höheren Frauenanteil. Das ist wahr. Nur das ist auch das Einzige. Und das ist so ein irgendwie höchstens 60-40-Verhältnis sein. Das ist so der einzige Punkt, den man hier ansprechen kann. Aber ansonsten ist natürlich komplett an den Haaren herbeigezogen und macht auch gar keinen Sinn. Und ja, wie du sagst, die ganze Manipulationsversuche, dann irgendwie zu versuchen, ihren Kandidaten zu pushen, dann hier zu bestechen und dann so zwischendrin passiert dann bei den Schülern auch was Ähnliches, aber die sich eher gegenseitig so ein bisschen sogar noch unterstützen. Erste Aufgabe Drachen, dann geh mal ins Bad des Vertrauensschüler. Und apropos Bad des Vertrauensschüler, kommen wir erstmal auf Cedric Diggory zu sprechen. Ich finde, potenziell gesehen, einer der interessantesten Charaktere, der im Film zwar gut dargestellt wurde, aber auch so ein bisschen so, ich sag mal, Bad Vibes hatte. Wie siehst du Cedric Diggory? Ich meine, er war immerhin kein glänzender Vampir. Das ist schon mal ein guter Punkt. Also bis zum Turnier der Kraft. Nein, Spaß. Also ich muss hier sagen, ist ein guter Charakter von der Darstellung. Sein Vater mag ich ja auch in erster Instanz. Aber gegen Ende doch ein wenig zu wenig. Erstmal wird hier Harry, finde ich, zu sehr gehighlightet und Cedric wird teilweise wie eher so der Schönling dargestellt. Dann ist die Einführung komplett weg, wo man sieht, dass er Harry beim Quidditch besiegt, wo sein Vater angibt. Gut, ich glaube, den Vater wollte man bewusst nicht unsympathisch rüberbringen, weil er am Ende halt ausrasten soll und man halt auch mitfühlen soll. Klar, das fühlt man sowieso, da man Cedric mag, aber dass man den nicht so unsympathisch zeigt, verstehe ich ja irgendwo. Aber Cedric, finde ich, fehlt halt alles so. Du verstehst nicht, was hat das mit Cho auf sich? Hat der Cho gedatet? Haben die eine Verbindung? Und warum ist das mit Harry dann später so schwierig? Was ist mit Harry und Cedric ihrer Verbindung? War es eine Freundschaft? Er hat ihm kurz geholfen im Film? Das war's gefühlt. Diese komplette Unterstützung, wo die gegenseitig sich geholfen haben am Ende, mit Dingen wie auch dem Sphinx-Rätsel, das war halt komplett weg am Ende. Und vor allem, dass man die Hufflepuff mal gehighlightet hat. Und ich finde sowieso mit diesen Potter-Stinkt-Anhängern da hat man den Film ein wenig übertrieben. Ich meine, so viele haben da jetzt auch nicht unbedingt mitgemacht. Und die Hufflepuffs werden hier teilweise auch ein wenig zu unsympathisch und teilweise auch ein wenig dümmlich dargestellt. Also nicht, dass ich ein Hufflepuff bin. Ja gut, doch. Aber ja, ist für mich auf jeden Fall eher uncool. Wie siehst du das denn so und was ist so deine Meinung zur Darstellung gerade auch von Cedric und Hufflepuff in diesem Film, die ja sonst eigentlich extrem kurz kommen? Ich meine, eigentlich gibt es keinen weiteren Film, wo die so vorkommen wie hier. Definitiv. Also das war auf jeden Fall immens viel Potenzial, was so ein bisschen, weiß nicht, verschwendet wurde, weil hier hatte man wirklich mal den Stellenwert auf genau dein Haus, eben Hufflepuff, und da sieht man halt auch mal die Unterschiede, dass es eben nicht dieses komische, banale Haus ist, was halt die Filme so ein bisschen so darstellen, sondern dass da so viel mehr dahinter steckt. Eine so viel krassere Empathiefähigkeit, Leute, die halt sich ja wirklich auch mit psychologischen Grundsätzen beschäftigen, Leute, die auch helfen auf eine gewisse Art. Und zum Beispiel eine Szenerie, die ich besonders schlimm fand in Bezug auf Cedric und Harry, war dann, dass man es am Ende umdrehen wollte. Nach dem Motto, Cedric wird dann so ein bisschen hier vom Labyrinth auseinandergenommen und Harry ist dann der kurz überlegt und dann doch helfend vorgeht. Und das war dann wieder so, ich highlighte den Protagonisten, was so unnötig war. In den Büchern war es andersrum tatsächlich. Harry wurde da vom Labyrinth so ein bisschen auseinandergenommen und
Dann kam Sedwick und hat geholfen. Slabyrinth ist auch so ein gutes Beispiel. Da sind noch so viele andere Kreaturen drin. Ich meine, Dumbledore ist ja extra nochmal beschrieben im Film natürlich. Die einzige Angst, die dort drin ist, sind keine Kreaturen, nichts dergleichen, sondern nur ihr selbst faktisch. Oder ihr müsst euch eure eigenen Angst stellen. Ganz im Gegenteil, da sind da alle möglichen Sachen drin in diesem komischen Labyrinth. Das ist sowieso ganz extrem nochmal gemacht. Dann eben auch, man hat, glaube ich, nie genau erfahren, von wem Viktor Krumm zum Beispiel verflucht worden ist. Dann diese Richtung, warum er den Harry eben nicht angerührt hat und so. Das ging alles verloren, finde ich. Das war so schade. Dann zum Beispiel auch eben dieses Turnier an sich, wie du schon angeteased auch hast, was zum Beispiel hier dieses Neville-Dobby-Ding angeht. Dobby spielt halt nur mal eine zentrale Rolle. Tatsächlich ist Dobby derjenige, der dann mit dem Dianthuskraut ankommt. Natürlich auch durch Mad-Eye alias Barty Crouch inszeniert. Dennoch, es hatte nichts mit Neville zu tun. Warum musste man Neville hier jetzt so einen Vordergrund geben? Es gab andere Möglichkeiten, wo man ihn viel mehr hätte highlighten können. Aber habe ich auch nicht verstanden, warum man das abändern muss. Und Dobby ist sowieso ein allseits beliebter Charakter, ein allseits beliebter Hauself. Jeder mag Dobby, deswegen habe ich es auch nicht verstanden, warum man das abändern musste. Dann andere Geschichten, wie zum Beispiel diese Diskrepanz zwischen Harry und Ron. Das ist so ein unnötiger Punkt, den man komplett weglassen kann. Ja, am Anfang war Ron kurz eifersüchtig. Nach dem Motto, ey, Harry tut das und informiert seinen besten Freund nicht, ist ein bisschen schade. Aber das war wirklich mehr dieses Nicht-Informieren. Und Ron konnte so schnell darüber stehen und stand dann komplett zu ihm. Da gab es kein komisches, ich schicke Hermine vor und vor so ein Gespräch, Dean hat zu Parvati und so, ich krieg's nicht mehr zusammen. Vielleicht kriegst du es zusammen, Kletterer, aber ich krieg's nicht mehr zusammen. Aber irgendwas hat Seamus zu Dean, zu Parvati gesagt und das ging dann irgendwie, dass Hagrid ihn sprechen wollte, du weißt Bescheid. Aber so oder so eine komplett unnötige Szenerie, was sagst du dazu? Ja, also ich finde das auch eher unnötig, um ehrlich zu sein. Also Rons Charakter wird ja auch wieder unsympathischer dargestellt und Hermine wird ja halt mal wieder gehighlightet. Wobei ich hier sogar fairerweise sagen muss, hier finde ich, passt das sogar ein Stück weit und hier wurde sogar eine Sache weggelassen. Nicht die ganze Eifersucht auf Harry als trimagischen Champion, aber diese ganze Eifersucht auf Viktor Krumm. Es hat sich ja die ganze Zeit über den Film gezogen, dass er erstmal einen riesen Krumm-Fan ist, genau wie die restlichen Weasleys. Alle lieben ihn ja, alle lieben Quidditch. Und dass er hier eifersüchtig auf ihn wirkt und man hier das erste Mal mitbekommt, okay, der steht scheinbar auf Hermine. Allgemein, dieses ganze Liebesthema wird hier erst eingeführt. Auch mit Cho Chang, die ja Ravenclaw ist, wo Harry sich kurz in Ravenclaw wünscht, aber wiederum quasi die Flamme von seinem glänzenden Vampirfreund Cedric ist, der auch zu einem Freund wird, was ja später auch ein Riesentwist ist. Diese ganze Liebesgeschichte wird hier komplett übergangen. Sogar Hagrid und Madame Maxime, ihr Twist, dass sie eine Halbriesin ist. Man hat hier einfach das ganze Liebesthema weggelassen. Gut, ob das Kleid von Hermine jetzt blau oder pink ist, ist mir persönlich egal. Aber man hat hier einfach vieles weggelassen. So, ganz ehrlich, dann lass lieber eine Szene, wo Snape auf die Füße gekotzt wird, weg und zeigt da ein wenig mehr. Und Hermine regt sich ja am Ende so sehr darüber auf. Man versteht hier aber nicht so ganz, warum. So, in den Büchern wird es halt deutlicher erklärt, auch dass beide halt Interesse haben. Und wie erwähnt, Viktor Krumm wird ja auch besser ausgeführt. Der lernt hier Englisch und ist auch mit Hermine unterwegs. Gut, 14, 18 ist halt auch eine Sache halt, muss jeder für sich selbst bestimmen. Aber dennoch ist halt einfach Viktor Krumm. Und Fleur de la Cour genauso. Die wird ja auch weiterentwickelt während der Filme, von der oberflächlichen, die sogar Ron Körbe gibt, bis zu denjenigen, die sogar Harry dankt und später halt sogar in England bleibt, nur mit den Weasleys sich connected. Und das Ganze ist hier, finde ich, dann eine richtig unnötige Charakterentwicklung in den Filmen, weil man nicht wirklich versteht, wo die Entwicklung stattgefunden hat. So, was war da los? Es ist einfach, als ob man dir ein halbes Puzzle zeigt, wo die komplette Mitte fehlt. So, ich kann da kein Bild drin sehen. Wie siehst du das? Einmal zu dem ganzen Liebesthema, was hier das erste Mal sehr wichtig ist und komplett übergangen wird. Und einmal zur allgemeinen Darstellung bestimmter Charakter hier, die gefühlt keine richtige Entwicklung haben, aber später wieder zurückkommen, wo einem erzählt werden soll, dass es eine Entwicklung gab, aber ohne halt den Weg dahin. Definitiv, also ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Aber erstmal natürlich, bevor ihr Leute in den Kommentaren den guten Klitterer korrigieren, ja, das mit dem Snape auf die Füße kotzen war im sechsten Teil mit den Drachenbällchen. Aber gut, kann passieren, auch den besten, also auch dem Klitterer. Aber gut, so oder so, das ist ja erst der Anfang. Also wer dachte jetzt hier, das wird ein kürzeres Video, macht euch darauf gefasst, es wird hier noch eine Zeit lang gehen. Wir sind ja erstmal beim vierten Teil. Aber wir haben zum Beispiel auch noch diese Hauselfen- und Wieder-Kind-Thematik zum Beispiel, die komplett weggelassen wurde. Warum wurde diese Thematik weggelassen? Es war so interessant, diese ganze Animagus-Thematik. Ich glaube tatsächlich, wenn ich mich recht erinnere, dass das mit dem Animagus zum Beispiel in den Filmen gar nicht thematisiert worden ist.
Könnt ihr mich aber auch korrigieren oder der Glitterer dann in nächster Instanz, aber ich glaube, das wurde gar nicht thematisiert in dem Film, soweit ich mich erinnern kann. Aber so oder so haben wir dann eine ganz, ganz große Thematik, wo Hermine denkt, sie kann mal kurz die Hauselfen so ein bisschen revolutionieren und dann versuchen, hier so eine Agenda zu starten nach dem Motto, save und rettet die Hauselfen. Die haben sich mehr beleidigt gefühlt und haben dann, naja, nichts mehr so wirklich getan, um hier Gryffindor zu unterstützen. Deswegen musste Dobby meistens alleine den Gryffindor-Gemeinschaftsraum aufräumen, weil er dann der Einzige war, der übrig geblieben ist. Und die anderen Hauselfen haben sich halt, naja, gegen Hermines Schützenagenda gewehrt und die mochten halt ihre Arbeit. Und das war auch so eine sehr, sehr interessante Grundthematik, die sich hier abgezeichnet hat. Leider viel zu kurz gekommen. Rita Kim kommt, noch eine interessante Thematik. So viel, was da gefehlt hat. Diese ganze Liebesaffäre hat sich auch darauf gestützt, nach dem Motto, Hermine will sich hier irgendwie die Heldencharaktere, die Helden des Trimagischen Turniers schnappen. Unter anderem will sie sich Harry holen, dann will sie sich Viktor Krumm holen, das bulgarische Bonbon Viktor Krumm natürlich. Und das waren so Sachen, die so schade waren. Das stand auch immer in der Zeitung, wurde komplett verifiziert. Und Hermine hat halt dann irgendwann rausgefunden, wie halt Rita Kimcorn an diese ganze Information gekommen ist, indem sie rausgefunden hat, sie ist ein Käfer-Animagus. Dann hat sie irgendwann gefangen genommen und hat ihr halt auch entsprechend gedroht, dass sie halt dann alles wieder revidiert. Stand dann trotzdem schon geschrieben, aber auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Grundthematik, die mit diesen Liebesaffären einfach einhergegangen ist und leider weggelassen wurde. Definitiv, vor allem weil sie ja eigentlich so das Gegenstück zu einem sehr, sehr anderen, interessanten und besseren Blatt ist, was ja, wo glaube ich einer von uns danach benannt ist. Und das ist ja einfach komplett weggelassen worden. Man hat hier nicht wirklich den Tagespropheten, man hat hier und da halt was gezeigt, aber das war's halt. Und ja, die Animagi wurden, soweit ich weiß, nicht erklärt. Das habe ich genau im Kopf, wie es in den Büchern war, dass das Daremus erklärt, dass sie sich in Tiere verwandeln konnten und dass das auch unter anderem wegen ihm war, dass sie halt die Vollmordächte unsicher machen konnten. Aber das wurde hier in den Filmen, meine ich, nie erklärt, könnt ihr mich auch gern korrigieren. Und Rita allgemein wurde überhaupt nicht erzählt. Also auch später, wo man noch andere Dinge halt von ihr aus hört, ist halt komplett weggelassen worden. Und dann auch Dinge wie Ludo Beckmann halt, die auch mit ihr einhergehen. Der Charakter ist, finde ich, aber sehr, sehr wichtig für die ganzen Geschehnisse. Also gerade sie würde ich persönlich deutlich besser erklären. Also es gibt Charakter, die ich weglassen würde, aber sie gehört da nicht dazu. Und ja, das Animagus-Thema muss sowieso besser erklärt werden. Und ich finde, den Tagespropheten könnte man hier doch ein bisschen ausführlicher zeigen. So wie natürlich auch den Klitterer als Gegenstück, der später in Kraft tritt. Also den hat man ja auch kaum gezeigt. Ich glaube, es gibt kaum Schlagzeilen, die da gezeigt wurden. Und es gab ja auch nicht so viele Situationen, wo das Ganze überhaupt erwähnt wurde oder kommentiert wurde. Man hat nur ein kurzes Interview und das war es im Prinzip. Also da, finde ich, hat sehr, sehr viel gefehlt. Und ja, das ist auch ein sehr wichtiger Bestandteil in dem Film. Im Großen und Ganzen, glaube ich aber, war das von dem Film sozusagen alles. Nur haben wir noch eine wichtige Sache, die wir noch nicht erwähnt haben, die wir uns aufgehoben haben, und zwar die Riddle Family. Die Riddle Family wurde ja direkt am Anfang eingeführt. Im Film kommt das, wie gesagt, überhaupt nicht vor. Wir haben ja halt nur Frank Grimes, den Hausmeister oder den Gärtner von den Riddles, der erledigt wird. Aber das war's. In den Büchern wird ja sehr weit ausgeholt. Man hat hier quasi einen Flashback, wo quasi mit Grimes halt gezeigt wird, dass die Riddles halt eine sehr verrückte Family waren, die halt neben einer noch verrückteren Family gelebt hat. Und zwar in dem Fall eben die Familie Gaunt. Die Familie Gaunt war halt hier eine, ich sag mal, sich im engeren Kreis fortpflanzendere Familie, die eine Verbindung zu Salazar Slytherin hat. Und ja, da gab es halt irgendwann diesen Twist, wo sich halt eben die Mutter Voldemorts halt dann halt mit Hilfe eines Liebestranks halt an den Sohn herangemacht hat von eben den Riddles. Und das Ganze wurde hier überhaupt nicht erwähnt. Aber da würde ich auch dir das Wort geben. Wie siehst du das denn? Also, hätte man das Ganze hierbei ausführlicher zeigen müssen? Oder würdest du sagen, das passt dann doch eher in Form einer Serie, wie wir sie jetzt bekommen? Weil das ja quasi den kompletten Anfang geprägt hat. Ja, also ich finde das eine schwierige Sache, auch gerade diese Liebeskrank-Thematik zum Beispiel. Hätte man ausführlicher machen können, aber ich finde in dem Film zum Beispiel ist das so ein Bestandteil, den man, ich glaube ich, auch positiver Sache, also im positiven Sinne weggelassen hat, weil ganz ehrlich, man hätte es halt ausführen müssen, komplett ausführlich in jeder Hinsicht. Man hätte jeden Bestand davon zeigen müssen, man hätte die Familie erklären müssen, man hätte generell die Riddles besser erklären müssen. Nur es hätte grundlegend zum Beispiel mehr Sinn gemacht, generell auf die Riddles einzugehen, weil man wusste gefühlt gar nichts. Dann, dass man auch da irgendwie das Grab mal gesehen hat und dann, ja, hier eine Knochen meines Vaters, so und dann dieses Szenario, ist halt zu kurz gekommen. Und ich finde aber abschließend, was halt die Riddles noch angeht und was den vierten angeht, ist noch ein Punkt wesentlich. Was sagst du zum Aussehen von Voldemort im vierten Teil oder generell, wie er wiedergekommen ist? Ich meine, du kennst die Darstellung in den Büchern, du weißt, wie er beschrieben wurde. Wie findest du es?
Tatsächlich muss ich sagen, bevorzuge ich sogar die Filmversion. Ich finde, dass er ein wenig einfacher aussehen sollte. Nicht so monströs, die roten Augen brauche ich auch nicht. Wenn jetzt zum Beispiel Cillian Murphy ihn wirklich darstellen sollte, wäre ich damit d'accord, dass er einfach nur geschminkt wird und ein wenig gruseliger aussieht. Ich brauche jetzt kein monströses Aussehen. Das gab es ja schon im ersten Teil, das Konzept. Da könnt ihr mit ein wenig googeln ja auch relativ schnell Bilder finden. So ungefähr sieht er ja auch in den Büchern aus. Also monströs, schlangenartig, rote Augen, sehr kräftig, sehr groß. Also das Ganze wird jetzt zwar auch nicht perfekt erklärt in den Filmen, wie es dazu kam, dass er so ausschaut. Und wir hatten ja auch keine Flashbacks, wo man ihn gesehen hat, weil er damals auch schon so aussah. Aber ich persönlich mag das dezentere Aussehen lieber. Ich meine, Ralph Fiennes hat ihn hier schon sehr gut dargestellt. Und ich finde, mit noch mehr CGI schluckt das, finde ich, auch ein wenig das Schauspiel weg. Und das brauche ich persönlich nicht. Oder würdest du mir da widersprechen? Nee, eigentlich grundlegend nicht. Ich finde nur die roten Augen zum Beispiel wären so ein interessantes Merkmal gewesen, ein interessanter Indikator gewesen, um es halt noch mehr zu verifizieren. Ich bräuchte gar nicht diesen übertriebenen riesigen Schlangenmund mit den spitzen Zähnen, wie es hier beschrieben wurde, aber ja, ein bisschen mehr hätte man machen können. Ich finde aber gerade zum Beispiel Augen sind halt sehr wesentlich, wie man zum Beispiel auch gesehen hat, nach dem Motto: Harry, du hast die Augen deiner Mutter und dann siehe die Flashback-Version von Lily. Ja, Fehler, die man hätte vermeiden können, definitiv unnötig. Musste nicht sein und deswegen finde ich solche Kleinigkeiten dann schon doch ein bisschen wichtiger. Aber gut, das war's, würde ich auch sagen, mal mit dem vierten. Kommen wir mal auf einen wahrscheinlich noch komplizierteren Film, ein noch komplizierteres Buch zu sprechen, nämlich teilweise extrem umstritten, weil wie gesagt, längstes Buch, kürzester Film, aber dennoch finde ich zum Beispiel persönlich sehr gelungen. Ich mag den Film, aber ich verstehe halt auch die ganze Kritik daran. Kommen wir mal auf den Orden des Phönix zu sprechen. Und ganz ehrlich, wo sollen wir denn überhaupt anfangen? Ich würde sagen, betreten wir das Ganze so ein bisschen in so einer chronologischen Reihenfolge und fangen wir erstmal generell zum Beispiel bei der Darstellung des Ordens und bei dem alten Orden an. Dazu wieder mal den Trimagischen Pokal an den Klitterer. Also ich habe ehrlich gesagt im Film nicht das Gefühl gehabt, dass man da überhaupt was erfahren hat. Also wir haben zwar kurz hier ein Foto gesehen, aber das war's auch. In den Büchern haben wir halt Matt Dermody, der hier extrem genau, erstmal Matt Dermody kehrt zurück und zum anderen, der erklärt halt sehr genau, wer hier die jeweiligen Mitglieder waren. Gideon und Fabian Pruitt, die unter anderem von Dolohoff erledigt wurden. Die Eltern von Neville, die sogar im gleichen Film, meine ich, auch im St. Mungus gezeigt werden. Neben Lockhart sieht man nichts von. Und natürlich auch viele Mitglieder wie Daedalus Diggle, alte Freunde von Dumbledore und natürlich auch die Weasleys. Das Ganze wird hier, finde ich, gänzlich übergangen. Man sieht halt nur kurz das Foto. Das ist für mich nicht genug. Und auch was den aktuellen Orden betrifft, finde ich, hat man nicht so viele Einblicke gehabt. Ich meine, wir wissen zwar, der Grimmel Place ist deren Hauptquartier, aber Sirius selbst kommt hier sowieso viel zu kurz. Der kommt im Prinzip nur zurück, um zu sterben. Und auch ein Matt Dermody, eine Tonks, die sein Schützling ist, werden hier kaum erwähnt. Sie werden zwar am Anfang gezeigt, aber im Prinzip war es das auch schon. Also für mich viel zu wenig und sowieso auch was die Hintergründe betrifft, nochmal weniger. Man weiß ja nicht mal, dass eine Tonks hier in Verbindung mit Sirius steht und eigentlich eine Black ist. Oder dass sie Moodys Schülerin war oder mit Remus schon länger eine Beziehung hat. Man erfährt das nur durch einen kurzen Nebensatz und Sirius ist sowieso die Enttäuschung schlechthin, wenn es um Screentime betrifft. Was ist deine Meinung dazu? Also Sirius hat sich ja schon ein bisschen im letzten Buch angebahnt oder im letzten Film. Ja, er hatte viel mehr Präsenz verdient. Letztendlich geht es ja auch darum, diese ganze Dynamik zu zeigen zwischen diesem Patenonkel und dann eben auch die Verbindung mit Harry und dass er ihn halt wirklich aufnehmen will. Und wenn das alles vorbei ist, kann er dann zu ihm ziehen, sein letztes richtiges Familienmitglied. Das war so schön inszeniert. Und man muss ja auch sagen, bevor ich hier alles wieder schlecht mache oder das so aussieht, als würde ich alles schlecht machen wollen, Gary Oldman hat Sirius wunderbar verkörpert, fast schon zu gut. Muss ich ehrlich sagen. Das ist aber so ein Punkt, da gehen wir später noch auf die einzelnen Charaktere ein. Und Sirius spielt hier in dem Teil zusammen mit Snape zum Beispiel eine zentrale Rolle. Da habe ich in der Klitterer noch einiges dazu zu sagen. Aber in dem Fall erstmal natürlich grundlegend. Der alte Orden zum Beispiel von der Darstellung her. Es gab so viel Potenzial, das auch irgendwie ein bisschen auszuarbeiten. Und gerade wenn man zum Beispiel wieder mal das Spin-off-Potenzial hier an den Tag legt, dann gibt es hier Möglichkeiten, Charaktere zu inszenieren, dann halt wirklich auch eine Szenerie zu erschaffen. Und das ist im fünften etwas, was halt von Anfang an hätte sein müssen. Dann das Ministerium zum Beispiel. Hier spielt das Ministerium eine zentrale Rolle. Nicht nur so oberflächlich mit dieser Tür im Hintergrund, die auch nie wirklich thematisiert worden ist, natürlich im Film, aber das ist so viel. Die ganze Dynamik hier mit dem Minister, dann Lucius Malfoy, das ist unfassbar viel im Hintergrund. Eigentlich so total
das Game of Thrones-Szenario faktisch so mit Intrigen und im Hintergrund so das auszuarbeiten, dann Harry, der als Lügner bezeichnet wurde. Wie gesagt, wir hatten wieder King Kong angesprochen, die Berichterstattung, dann wie es halt weitergeht. Trimagischer Champion, damals mit dem ganzen Skandal. Voldemort ist zurückgekehrt. Nein, ist er nicht. So, das war eine komplette Darstellung. Und Dumbledore wurde als Lügner betitelt, Harry auch. Dann irgendwie einen Dementor, der nach Little Winching geschickt wurde, um dort sich einen Harry faktisch anzunehmen. Ein Dementor. Ich meine, wir reden hier faktisch von einer Waffe des Ministeriums, die man dann losschickt. Nur ja, hat man sich dann da auch wieder perfekt rausreden können. Solche Kleinigkeiten sind unfassbar wichtig. Und das wurde hier aber in keiner Weise wirklich gut dargestellt. Das wurde nur so angeteased, ja. Die Verhandlung wurde verschoben, wieder verschoben. Dumbledore war zum Glück 6 Stunden vorher da. Das ging alles so schnell und das will ich aber in ausführlicher Form sehen. Ich will eine ganze Folge mit diesem Szenario sehen. Also ganz ehrlich, was sagst du dazu? Aber zu meinen sind hier, ich bleibe beim Ministerium, weil ich habe hier direkt schon eigentlich etliche Punkte, die nur damit in Verbindung stehen. Zu meinen, Arthur Weasley war hier so ein Ehrenmann für Harry, der by the way auch von Nagini attackiert wurde, was glaube ich im Film gänzlich übergangen wurde. Es war eigentlich geplant, dass Arthur stirbt durch Nagini und er hat überlebt am Ende und dafür hat es halt beispielsweise Remus erwischt. Arthur sollte hier sterben. Im Film, glaube ich, hat man das Ganze kaum gezeigt. Und das Ganze hat ja Harry auch mitbekommen, aktiv. Dann Arthur war quasi sein Vormund beim Ministerium. Er hat ihm geholfen. Man hatte eine Madame Bones hier, also Emilia Bones, die wir bereits angesprochen hatten, die ja die Tante von Susan Bones ist. Die ist hier eine sehr große Nummer und die unterstützt hier Harry aktiv. Sie lobt ihn sogar, weil er einen gestaltlichen Patronus herbeirufen kann und ist quasi Gegenteil Umbridge. Die ist auch komplett weggelassen worden. Fudge wird hier kein bisschen erklärt. Es ist eigentlich komplett verständlich, dass er Angst vor Dumbledore hat. Guckt euch mal an, wie Dumbledore mit dem redet in den Büchern. Als ob er keine Ahnung von gar nichts hätte. Und Dumbledore war mal sein Vorbild. Und hier wirkt er einfach nur wie der böse Onkel, der im dritten Teil noch cool war. Ach, jeder jagt mal seine Tante in die Luft. Also, warum macht man das so? Und dieser komplette Prozess ist hier viel, viel tiefergehender und man erklärt hier auch besser, warum es überhaupt dazu kommt, weil im Film versteht man zwar, warum es dazu gekommen ist, man erklärt es aber nicht so detailliert. Hier geht es ja darum, dass er als jemand, der noch nicht volljährig ist, in der Gegenwart eines Muggels gezaubert hat. By the way, auch Dudley ist hier viel zu kurz gekommen. Hier bekommen wir ja nicht den richtigen Einblick, was Cedric betrifft, dass er Albträume von ihm hat und dass Dudley ihn mobbt und dass es deshalb auch zum Konflikt kommt und dass dann der Dementor kommt. Alles Punkte, die hier komplett vergessen wurden. Stören mich aber tatsächlich weniger als beim vierten Teil, muss ich zugeben. Aber es ist auf jeden Fall ein Faktor. Genau, wie ich sogar einen Fehler jetzt einräumen musste, wo du mich gerade perfekt korrigiert hast. Ja, stimmt. Emilia Bones ist die Tante von Susan Bones. Ich habe vorhin Mutter gesagt, glaube ich. Dankeschön, so spielt man sich zu. Muss ich aber auch sagen, dieses Mobbing wurde kurz gezeigt. Es gab kurz diese Szenerie auf der Schaukel nach dem Motto: Und wer ist Cedric? Ist es der Junge, mit dem du gegangen bist? Was ist mit deinen Eltern? Sind sie tot? Ja, das war schon krass. Aber es war schon auch arg extrem dargestellt. So hat die mal wieder einen Drittklässler gesagt, er hat es verdient. Ja, gut, Dudley. Ja, hat man auch schon ein bisschen gezeigt, aber es stimmt schon, dieses ganze Ding, dieses ganze Szenario, dass er wirklich Albträume hat, dann auch rumgeschrien hat und so, weil das auch mitbekommen hat, das ging halt wirklich auch ein bisschen länger. Das ist halt so eine gute Darstellung dessen gewesen. Dann nochmal dieser Übergang, wie gesagt, dann eben, dass er isoliert worden ist, Briefe geschrieben hat, das wurde ja nur erwähnt, nach dem Motto: Danke, dass keiner von euch Briefe geschrieben habt, so. Dass er total viele geschrieben hat, keine Antworten bekommen hat, dass alles abgefangen wurde, er total isoliert wurde, das hat sich nur so ein bisschen abgezeichnet, finde ich. Dann auch später dann zum Beispiel diese Lügnerdarstellung, dass sich alle von ihm abwenden. Auch wieder bei so einer Sache, Ron hat das nicht wirklich getan. Tatsächlich war das wieder genau so ein Punkt, wo Ron auf seiner Seite stand und diese Diskrepanz, die da irgendwie im Film inszeniert worden ist, die gab es gar nicht so richtig. Ron stand immer zu ihm, der war unfassbar loyal. Hundertprozentig loyal, was das angeht, deswegen war das sehr, sehr schade. Und in dem Fall wäre es auch ein guter Punkt gewesen, das zum Beispiel anders hätte darstellen zu können, weil eben diese Dynamik zwischen Ron und Harry hat sich da gefestigt. Tatsächlich war Hermine so ein bisschen isolierter. Jetzt nicht unbedingt aus so, ich hasse jetzt Harry-Gründen, sondern einfach nur so, sie hat eben ein bisschen mehr ihr Ding gemacht. Und diese Dynamik zwischen Ron und Harry ist, finde ich, in dem Buch noch mehr aufgegangen als in dem anderen davor. Das war halt unfassbar schade. Dann so eben diese Punkte, wie du schon beschrieben hast, Fudge. Ja, dass Fudge so ein bisschen so eine Diskrepanz gegenüber Dumbledore findet, ist vollkommen legitim, weil Dumbledore einfach jede mögliche Gelegenheit genutzt hat, um ihn schlecht zu machen. Er hat ihn immer wieder irgendwie runtergespielt, nach dem Motto: Ja, vielleicht sollte ich doch hier irgendwie die Rolle des Anführers übernehmen. Sagt er einfach beiläufig. Jemand, der so mächtig ist wie Dumbledore, erwähnt sowas einfach beiläufig gegenüber einem Fudge. Das ist halt
und zumutbar in jeder Hinsicht. Deswegen verstehe ich das nicht. Das kann man auf jeden Fall auch in der Serie richtigstellen, weil es genau diese Punkte dann halt eben auch ausmacht und auch diese Diskrepanz erklärt. Auch erklärt, warum Fudge das nicht wahrhaben will. Es war Angst, ja, aber nicht nur. Es war auch ein bisschen eine manipulative Art, aber auch so ein bisschen der Versuch sozusagen gegen Dumbledore vorzugehen, weil in der Krisensituation, wenn Voldemort zurückkehrt, ist Dumbledore ganz klar wieder der Typ, an den man sich wendet. Und wie du schon sagst, Emilia Bones, unfassbar mächtig. Für die Leute, die nicht mal wissen, wer Emilia Bones ist, es ist eine sehr mächtige, talentierte Zauberin. Ihre Eltern wurden tatsächlich im ersten Zaubererkrieg von Voldemort persönlich umgebracht. Dann ist sie auch durch Voldemorts Hand persönlich gestorben. Voldemort wollte Jagd auf sie machen. Es gab wohl auch ein kleines Duell in ihrem Haus. Und ein Duell gegen Voldemort zu bestreiten, derartig viel Respekt zu bekommen, zeigt, wie mächtig diese Person ist. Und ich finde, es kam total zu kurz. Und das nächste Beispiel, wo ich denke, dass du da auch wieder was dazu sagen kannst, ist tatsächlich eine der absoluten Lieblingscharaktere des Slytherers, nämlich Dolores Jane Umbridge. Ja gut, ich hab halt ein Pillow von ihr und natürlich habe ich auch 20 Poster hier hängen, aber ich würde nicht sagen, dass ich ein Fan bin. Nee, also Umbridge, muss ich sagen, ist wieder so ein Charakter, den finde ich persönlich gut dargestellt, aber natürlich fehlt da ein wenig was. Aber für mich persönlich war das tatsächlich in den Filmen die bessere Darstellung sogar. Ich mochte sie da ein wenig mehr. In den Büchern wird es ein bisschen übertrieben dargestellt. Sie sieht aus wie eine Kröte, ist immer in Rosa gekleidet, ist offensichtlich rassistisch, hat ein Problem gegen alle Lehrer. Ich würde aber gerne sehen, wie sie beispielsweise die Lehrer auch wirklich länger halt dann, ich sag mal, korrigiert. Und das Ganze mit Snape war zwar kurz ganz gut dargestellt mit Offenbar, aber mehr hätte da definitiv nicht geschadet. Zeigt einfach die Antipathie, zeigt, wie Lehrer wie Flitwick dann auch nur Harry quasi auch Geschenke machen, einfach nur weil er ein Ehrenmann ist. Und ja, zeigt ja auch einfach mehr Hintergründe. Das Inquisitionskommando war eine richtig coole Idee, aber auch das wurde, finde ich, kaum in Einsatz gezeigt. Und natürlich auch der Punkt mit Marietta Edgecombe, dass das nicht Cho war, die hier Verrat begangen hat, was Cho in den Filmen gefühlt nochmal bewusst, ja, ich sag mal etwas unsympathischer rüberkommen lässt. Und ja, ich finde, Umbridge allgemein kam ein wenig zu blöd rüber gegen Ende. Ich meine, klar, Dinge wie, dass sie den ganzen Veritasaft da reintröpfelt. Gut, das war sowieso von ihr blöd. Aber ich finde, sie wirkt in den Büchern teilweise nochmal etwas blöder. In den Filmen, finde ich, war es die bessere Darstellung. Also ich persönlich mag sie da sogar lieber. Aber ist halt die Frage, ob man hier diese ganz übertriebene Darstellung aus den Büchern möchte. Also, wie siehst du das? Zum Beispiel auch, dass sie hier auch Harry öfter nachsitzen lässt, was, glaube ich, im Film rüberkommt, das wäre es nur einmal gewesen und nicht öfter. Kannst mich korrigieren, aber ich glaube, das war in den Filmen nur einmal, wo er nachsitzen musste. Ja, es sah so ein bisschen danach aus, aber ja, gut, auch gut, die haben auch schon angeteased, sodass ja dann auch irgendwie diese Gruppensitzung gab, wo die alle halt dann faktisch diese Vernarbung zugeführt haben. Aber es sah tatsächlich so ein bisschen danach aus. Es war aber irgendwie das Problem mit der Zeit, die du dann da einbeziehen kannst, nach dem Motto, wie viele Unterrichtsstunden kannst du jetzt aufzeigen, wo halt dann Harry nachsitzen muss, wie viel Unterricht kannst du generell aufzeigen. Aber ja, gut, ich bin auch ein absoluter Fan von der Filmdarstellung. Und das ist zum Beispiel ein Punkt, wo ich auch sagen muss, übernimmt das bitte mehr wie im Film. Weil die Darstellung war extrem gelungen. Es hat alles gestimmt. Wirklich, diese rosane kleine Frau, eine Wahnsinnsschauspielerin auch. Muss ich auch sagen, mir gefällt die Dynamik. Dieses Auftreten und dann dieses, das ist super cool. Das sind so Kleinigkeiten, die kann man natürlich in den Büchern gar nicht bringen. Das kann aber die Serie machen. Deswegen übernimmt bitte genau diese Darstellung. Castet vielleicht sogar genau dieselbe Schauspielerin. Und in dem Fall, wenn ihr Bellatrix Strange castet, Helena Bonham Carter, bitte, nochmal, bitte. Es gibt keine bessere Möglichkeit. Aber ja, das ist auch auf jeden Fall ein Punkt, auf den wir noch zu sprechen kommen. Aber so oder so, der nächste Punkt, den wir auch schon im Viertel angeteased haben, ist eben Barty Crouch Junior. Wie du schon gesagt hast, er ist verstorben tatsächlich. Der Kuss des Dementors, das ist ein zentraler Punkt. Man hätte ihn befragen können und man hätte alles rausfinden können. Veritaserum, es wär kein Problem gewesen. Man kann sich da auch nur bis zu einem gewissen Punkt dagegen wehren und zur Not hätte man auch den Imperiusfluch anwenden können oder sonst irgendwas, immer noch das Ministerium. Also man hätte Möglichkeiten gehabt, aber nein, Fudge wollte unbedingt einen Erfolg und wollte unbedingt zeigen, oh ja, ich muss jetzt schnell irgendwas tun. Deswegen Barty Crouch Junior, war Gefahr, den töten wir. Dann natürlich konnte man auch von dessen natürlich keine Informationen nach vorne bringen und dann hat sich Voldemort so nach und nach eingeschlichen und die Angst halt perfekt ausgenutzt. Was auch so eine Grundthematik ist, die nicht wirklich dargestellt wurde, die aber essentiell ist und ich finde, die macht die Werke halt auch noch viel besser. Das sind so Kleinigkeiten, die die Intelligenz und die Raffinesse im Hintergrund zeigen. Das ist total zu kurz gekommen und das Ministerium an sich ist schon mal noch ein wesentlicher Punkt und wir kommen immer wieder auf den Punkt zu sprechen. Aber ja, das spielt eine unfassbar große Rolle. Aber bevor wir darauf noch mehr eingehen, erstmal kommen wir noch zum Namensgeber des Glitterers, zum Charakter eigentlich repräsentativ neben Xenophilus Lovegood, Luna.
Was sagst du zu Luna? Da muss ich auf jeden Fall deine Meinung hören, das geht gar nicht anders. Ich finde, Luna kommt tatsächlich viel zu kurz in den Filmen. Erstmal, du erfährst nicht, wie sie überhaupt in die Gruppe dazu kommt. Das war halt der Freundschaft mit Ginny geschuldet, weil sie ja Außenseiterin in ihrem Haus war. Ginny, sowieso haben wir ja erwähnt, mehr dein Charakter quasi, wird auch komplett übergangen, ist einfach nur der Love Interest von Harry. Luna hat ja außerdem die Connection zu dem Klitterer, naja, eben dem Blatt von ihrem Vater halt geknüpft und hat ja später auch den Raum der Wünsche entdeckt. Alles Dinge, die hier, finde ich, komplett übergangen wurden. Der Klitterer kommt kaum vor, sie selbst wirkt eher dümmlich, ihre Freundschaft zu Ginny geht unter, Ginny selbst geht unter und dass sie eigentlich einer der einfühlsamsten Menschen ist, die halt auch sehr oft Ratschläge gibt und auch sehr oft im Geschehen mit dabei ist, die mit einem verdammten Löwenkopf da antanzt, was zuvor ein Adler war, was halt geändert wurde. In den Filmen, glaube ich, hat man nur den Löwen gesehen. Da war sie ja direkt auf Seiten Gryffindors. Also diese komplette Entwicklung von ihr, finde ich, wurde hier einfach weggelassen. Und die einzige coole Situation, die mir einfällt, ist halt mit den Testralen und halt im Grunde mit Neville später. Aber ansonsten hat man hier, glaube ich, Luna sehr, sehr stark in den Hintergrund gerückt. Und am Ende war sie halt mehr so der Bait für die Todesser, um ihren Vater zu erpressen. Mehr nicht. Und gerade in dem Film wird sie, finde ich, wunderbar eingeführt und hat sogar am Ende mit den Testralen ja auch Möglichkeiten eröffnet. Also auch bei der gesamten DA war sie ein sehr, sehr wichtiger Stützpfeiler und war sogar bei der Schlacht der Mysteriumsabteilung beteiligt. Hast du irgendwas davon in den Filmen aktiv mitbekommen? Ich zumindest nicht wirklich. Na, grundlegend, man hat ja gesehen, wer am Ende auf jeden Fall beteiligt war, aber es war halt auch eher so, ja, da ist halt auch so eine Thematik, die interessant war, nämlich Dumbledores Army, welche Leute dann wirklich dem Ruf gefolgt sind, das ging ja auch dann darum, am Ende war es halt dann eben auch die Thematik, man muss jetzt Sirius befreien, klar, war es einfach nur ein Täuschungsmanöver und man wollte Harry dahin locken wegen der Prophezeiungen, dennoch war das sehr interessant und jetzt kommen wir aber auch mal auf die Gegenseite zu sprechen, finde ich, nämlich auf die Todesser-Seite. Ich finde es auch super interessant tatsächlich. Wie gesagt, wir haben hier Charaktere wie Bellatrix Strange, die gerade frisch aus dem Gefängnis rausgekommen ist. Lucius Malfoy, der beauftragt wurde, eben hier sich die Prophezeiung anzueignen. Es war natürlich klar, nur derjenige, den die Prophezeiung auch wirklich betrifft, also nur auf den sie zugeschnitten ist, der kann sie dann letztendlich auch finden. Und deswegen hatte Lucius halt einen klaren Auftrag und sollte halt einfach im Prinzip nur so ein paar Kindern mehr oder weniger diese Prophezeiung abnehmen. Nur ist das in jeder Hinsicht misslungen. Viele haben sich gefragt, ja, warum Lucius schicken, warum nicht direkt Bellatrix Strange? Man muss dazu sagen, zu dem Zeitpunkt war Lucius mit seinem Vermögen und seiner Agenda, seinem Einfluss auch auf Fudge und so, unfassbar wichtig. Essentiell tatsächlich in gewisser Hinsicht schon, weil alles, was er getan hat, sein ganzes Bestreben, hat halt Voldemort komplett in die Karten gespielt. Deswegen hat er auch das komplette Vertrauen seines Voldemort genossen. In dem Moment war er tatsächlich seine rechte Hand. Etwas, was im Film auch nur bedingt rüberkam und man es halt auch kaum verstanden hat, dass es halt wirklich in diese Richtung ging, dass er halt zentral wichtig war und auch sehr viel Gutes getan hat für den Voldemort jetzt. Nur dann kam halt der Auftrag, wo er in jeder Hinsicht versagte. Da will ich aber auch schon sagen, gehe mir dann sogar über auf den Kampf dann am Ende. Erstmal grundlegend, bevor wir dann zu dem Voldemort-Dumbledore-Kampf abschließend kommen. Was sagst du zu dem allgemeinen Kampf in dem Ministerium, halt sozusagen Orden gegen Todesser? Also erstmal muss ich da anknüpfen, wo du gerade angesprochen hast mit Lucius. Der wird für mich wie so ein Tölpel dargestellt, was er nicht ist. Der wird halt immer mehr zu diesem. Aber am Anfang war er halt noch sehr, sehr charismatisch und jemand, der riesen Einfluss hatte, gerade bei Voldemort, weil erstens sein Zuhause, das Hauptquartier der Todesser war, und zum anderen war er der Vermögendste, derjenige, der halt die größte Zeit auf freiem Fuß war und am meisten getan hat, auch eben mit dem Tagebuch von Riddle, also er hatte sich zu dem Zeitpunkt noch nicht irgendwie diesen Hass Voldemorts aufgehetzt, das kam ja erst mit der Zeit und weil er immer wieder versagt hat, und klar ist Bellatrix mächtiger, aber ist halt unkontrollierbarer und man muss halt zugeben, insgesamt wahrscheinlich auch nicht ganz so intelligent wie Lucius, wenn es um solche Dinge zumindest geht. Und er hat einfach die besseren Connections zum Ministerium. Er hat ja auch mehrere Versuche gehabt mit dem Imperius-Fluch unter anderem. Das war ja nicht der erste Ansatz, wo er versucht hat, mit den Todessern dort persönlich einzudringen, was aber übergangen wurde. Was die Darstellung betrifft, bin ich eigentlich relativ fein damit. Klar, diese ganze Licht- und Schattendarstellung vom Apparieren, was teilweise wie Fliegen aussah, brauche ich nicht, die Kirsche aufgesetzt hat das Ganze aber erst der nächste Film, hier wurde es aber schon so dargestellt. Der Kampf mit Sirius war interessant, der kam in den Büchern nicht vor, aber ich mochte ihn, auch dass er ihm ins Gesicht schlägt und so weiter, passt, finde ich, gut zum Charakter Sirius. Das Duell mit Bellatrix dagegen hat man abgekürzt. Ich fand halt Avada Kedavra hier ein wenig fehlplatziert, weil
er ist ja durch den Todesschleier durchgefallen, was ja quasi die Wirkung von der Avada Kedavra hat. Also du gleitest in die Nahwelt über, hier halt samt Körper. Und in den Büchern war es halt ein Schockzauber. Er hat es halt so aktiv mitbekommen. Ansonsten bin ich damit relativ zufrieden. Kleinere Momente hätte ich trotzdem gern gesehen, wie in Dolohov beispielsweise, da auch Neville verzaubert oder ihm die Nase bricht. Oder eine Luna, die hier halt aktiv mitkämpft. Oder dass der Tank mit den ganzen Gehirnen, was ja hier kurz nur angeteased wurde. Und auch so ein Punkt ist, der auch in den Büchern nie wieder vorkam. Die gesamte Mysteriumsabteilung ist ja ein sehr, sehr fragwürdiger Ort, der ja auch bewusst an diesem Ort so gesehen errichtet wurde. Aber da hat man, finde ich, das Ganze zu wenig ausgeführt. Und ja, ansonsten aber sehr zufrieden damit. Und bevor wir über Dumbledore reden, würde ich sagen, willst du noch was dazu sagen? Definitiv, also es gibt auf jeden Fall schon sehr, sehr interessante Punkte, gerade was halt auch die allgemeine Darstellung angeht. Das Problem ist halt auch, was wir hier ganz klar haben, es gab so viel Potenzial auch wieder. Dieser Kampf war auf jeden Fall ein cooles Szenario, muss man sagen. Mir hat es auch gefallen mit dem Faustschlag Lucius gegen Sirius hier, war auch ganz interessant. Und der Moment auch, als Avada Kedavra von Bellatrix Lestrange ausgesprochen wurde, im Film war das schon cool. Ich bin auch zum Beispiel so jemand, der sagt, das war schon fast besser. Nur eigentlich passt es gar nicht zu der Bellatrix Lestrange, Avada Kedavra auszusprechen, sondern eher sowas wie Crucio oder so. Aber in dem Fall war es auch klar definiert, auch anhand der Farbgebung, dass es eben nicht der Todesfluch war. Es war einfach, man kann es gar nicht definieren, was das für ein Zauberspruch war, aber es war auf jeden Fall was anderes. Das hat dazu geführt, dass dann dadurch sozusagen Sirius in diesen Schleier reingeraten ist. Und ja, konnte man auf jeden Fall auch so machen. Und da bin ich jetzt gar nicht mal so im Zwiespalt, dass ich sage, okay, Film besser, Buch besser. Nee, kann man definitiv auch so umsetzen. Ich finde nur, der Schleier ist halt hier so ein Problem, weil das eben kein riesiger Torbogen im Buch ist, wo irgendwelche Stimmen rauskommen und das dann für jeden ersichtlich ist, sondern halt wirklich, gut, ist mit den Stimmen stimmt halt, was eben zum Beispiel Luna Terry angeht, aber es ist halt eigentlich nur wirklich im Prinzip ein schwarzer Vorhang in der Mitte von einem Raum, der eher wie so eine Art Halle konzipiert ist, mit so einer Art von Bühne sozusagen. Also es ist ein bisschen anders dargestellt auf jeden Fall und gar nicht so mysterisch, dass man da irgendwie nur auf so eine ganz spezifische Art reinkommt. Aber gut, konnte man auf jeden Fall so machen, finde ich ganz interessant. Und dann schlussendlich der Kampf, der legendäre Kampf. Ja, schwierige Sache. Ich mag den Kampf im Film. Es war von der Darstellung her, von dem, was man da inszeniert hat, der absolute Wahnsinn. Es war unfassbar cool. Es war groß, es war cool, dieses Zusammenspiel. Und du bist dann tot. Und dann, boah, dieser Clash mit den Zaubersprüchen. Klar, allein der Clash ist natürlich nicht möglich, wie Buchleser wissen. Das geht nur bedingt und auch nur bei bestimmten Leuten. Nur es sah extrem cool aus. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig, es war schon der Hammer. Es war halt nur in vieler Hinsicht anders. Dumbledore kam, wie er halt nun mal ist, ganz entspannt. Ihr habt auch schon gemerkt, wir haben eine Sache nicht angesprochen nach dem Motto, dein Name, hast du deinen Namen in den Fall? Das müssen wir nicht nochmal alles hochfahren. Aber was das angeht, war er dann schon ein bisschen zu übereifrig und im Buch war er halt komplett lässig. Er kam entspannt dort an und seine erste Instanz war tatsächlich, alle Todesser simultan auseinanderzunehmen. Nur eine konnte es abwehren. Bellatrix Lestrange war in der Lage, diesen Fesselzauber von Dumbledore abzuwehren. Der Rest, alle anderen Todesser wurden simultan gefangen genommen. Dann kam er da rüber spaziert, ganz entspannt, wie Dumbledore nun mal so ist. Oh, Tom Riddle, auch da. Ganz nach dem Motto, oh ja, gut, da müssen wir jetzt wohl kämpfen. Und er hat von Anfang an so wirken lassen, ich will dich gar nicht töten und wir können gerne kämpfen, ist gar kein Problem. Er war so lässig, das war schon fast der Wahnsinn, das war schon fast eine Provokation, wie entspannt dieser Mann war. Dann hat er Statuen mobilisiert, natürlich, die sich schützend vor Harry gestellt haben, um den Todesfluch hier abzuwehren. Fawkes ist noch kurz in so einen Strahl reingeraten. Es gab Elementmagie sondergleichen. Extrem cool. Wirklich extrem cool gemacht. Was sagst du generell zum Kampf? Also ich muss sagen, mir gefällt beides. Ich finde auch cool, dass man in den Büchern zum Beispiel noch so ein kleines Gespräch, so Kommunikation dazwischen gesetzt hat. Aber all in all gefällt mir tatsächlich in dem Fall beides. Ja, mir tatsächlich auch. Ich habe es vor einiger Zeit aber beides nochmal nachgelesen, beziehungsweise nachgeguckt und nachgelesen, habe auch, glaube ich, ein Video zugemacht. Ich bin von beidem ein Fan. Ich muss aber sagen, mir fällt schon auf, in den Büchern ist Dumbledore ganz klar mächtiger. Das sehen wir, glaube ich, beide so. In den Filmen aber für mich eher Voldemort. Es wirkt für mich eher so, als würde Dumbledore ihn hinhalten. Aber wenn der Kampf länger gehen würde und wenn Voldemort weniger Angst hätte, hätte er gewinnen können. Zumindest kam es für mich so rüber. Und das ist halt ein Unterschied, ne? Also da hat man die Seiten nochmal umgedreht, ist glaube ich aber nicht mal so verkehrt für einen Film, den Antagonisten zu highlighten. Dinge wie die Statuen und Forks und auch diese kleineren Zauber, die sie eingesetzt haben, wie das Feuerseil, was zur Schlange wird, wo dann Voldemort hin und her appariert und ihn überrascht. Und wie beispielsweise in den Filmen dann mit Fine Fire, was dann eingesetzt wird. Also das nimmt sich, wie ich finde, nicht viel
Und ich denke, da könnte man sogar eine dritte, nochmal weitere Variation von in der Serie zeigen. Und ich wäre damit auch komplett fein. Also das ist, finde ich, einfach ein Duell. Das kann man nur cool darstellen. Da kann man, finde ich, nicht so viel falsch machen. Ist aber auch nur meine Meinung. Sehe ich eigentlich ganz genauso. Also definitiv war es ein cooler Kampf. Und wenn Voldemort auf Dumbledore trifft, dann kann man wirklich nicht viel falsch machen. Es gab da deutlich schlechtere Kämpfe oder Duelle sozusagen. Aber das ist definitiv keines davon. Aber ich würde auch sagen, genug mal vom fünften. Sonst müssten wir jetzt hier wirklich noch viel, viel mehr ausgraben. Aber ich denke mal, das reicht erstmal. Jetzt kommen wir mal zu einem der wichtigsten Filme, finde ich. Zu einem der besten Filme, für mich sogar dem besten Film. Und auch zu einem der interessantesten Bücher. Da wollte ich direkt erstmal von Anfang an auch chronologisch da einfach ein bisschen reingehen. Weil eine Sache extrem gefehlt hat, die extrem schade war. Der komplette Anfang des Buches ist was völlig anderes, als es hier dargestellt wurde. Da gab es keine komische Szenerie als Todesser, da die Brücke in London auseinandernehmen. Das hat keiner der Impact gehabt. Ist auch so nie passiert. Sah zwar cool aus, aber mehr dann auch nicht. Da gab es was ganz anderes. Da gab es Gespräche zwischen dem Muggel-Zaubereiminister und die gingen sehr, sehr lange. Das hat sich sehr lange durchgezogen, wo er immer wieder erklärt hat, es passiert irgendwas, dann wurde er beschwichtigt und das war so eine komplette Szenerie, die da etabliert worden ist. Und da zum Beispiel hat man auch einen Fokus gehabt, den ich wirklich über mindestens ein, zwei Folgen sehen will, wo das Muggel-Zaubereiministerium oder das Muggel-Ministerium da thematisiert worden ist. Dann eben das Zaubereiministerium, das Zusammenspiel zwischen den beiden, dass man auch über Probleme sich unterhalten hat, dass dann wirklich eine Angst aufkam, die Todesser dann Leute entführt haben und es halt auch teilweise durch Zeitung übertragen wurde, so eine komplette Außenperspektive. Es war düster, es war dunkel, es war extrem interessant und das hat mir super gut gefallen. Wie findest du das? Was hast du dazu zu sagen? Das ist, glaube ich, tatsächlich bei mir zumindest der Film, wo ich mit größterem Abstand das Buch besser finde. Also ich finde, das ist der problematischste Film tatsächlich, von denen, die ich gut finde. Ich finde, da hat einfach extrem viel gefehlt. Ja, einmal der Anfang, was du erwähnt hast. Das sah zwar sehr cool aus, dass sie eine Brücke da zerstören und fliegen, aber ist halt überhaupt nicht wie im Buch. Und allgemein der gesamte Aufbau hat gefehlt. Rufus Scrimgeour wirkt einfach wie ein unsympathischer Typ, der einfach nur Harry nicht, später zumindest nicht die Sachen aushändigen will. Das ist der Leiter der Auroren-Zentrale, der zum Zaubereiminister wird. Wir sehen auch mal Fudge, der sogar ein wenig geläutert ist. Dinge, die komplett wegbleiben. Und natürlich auch in Verbindung mit Percy, weil Percy ja immer mit dem Zaubereiminister ist, der später sein Präsent zurückschickt, wo wir auch den Zaubereiminister sehen, der die besucht. Das sind Dinge, die man komplett weggelassen hat. Auch relativ am Anfang des Films sehen wir ja Dumbledore mit Harry, was ja auch, finde ich, ein wenig weird rüberkommt, weil Harry ja auch irgendwelche Nebencharaktere dann hier hat, die es so gar nicht gab. Und ja gut, Slughorn sowieso ist ein wenig merkwürdig, weil der sieht erstens komplett anders aus, der tritt ganz anders auf. Aber da finde ich beides cool, muss ich sagen. Aber hier erklärt man nicht genug, was es mit den Todessern auf sich hat und dass sie ja eigentlich Slughorn auch rekrutieren wollen. Das finde ich kommt hier ein wenig zu kurz. Aber der gesamte Anfang hat beim Film, finde ich, für mich einfach nicht funktioniert. Sei es mit Harry und Dumbledore, sei es mit den Todessern, sei es mit Slughorn. Da hat für mich einfach viel zu viel gefehlt. Definitiv. Gerade Slughorn zum Beispiel. Und das ist so ein Punkt, auf den kommen wir auf jeden Fall noch sehr ausführlich zu sprechen. Aber das hat man am Anfang auch schon gemerkt. Eben die Rekrutierung an sich schon. Wie beliebt er sozusagen auch bei den Todessern ist, dass wirklich Voldemort in ihm einen loyalen Anhänger gesehen hat. Und auch der Grund, warum er dann später eben nicht verraten oder so lange nicht verraten hat, was denn Voldemorts Geheimnis ist, was mit den Horcruxen auf sich hat, hat Voldemort tatsächlich als Loyalität fehlinterpretiert. Und eben nicht als Schwäche, als Charakterschwäche oder als Angst, sondern als wirklich Loyalität. Und deswegen mochte er Slughorn tatsächlich und wollte ihn dann auch abwerben. Dumbledore im Gegenzug natürlich auch und hat dann eben diese ganze Slug-Club-Sache nochmal nach vorne gebracht, auf die mir auch noch, wie gesagt, ausführlich zu sprechen kommen. Aber erstmal rein von der Chronologie her, das war dann schon von Anfang an so ein komisches Szenario. Auch wie Dumbledore dann sozusagen Harry gefunden hat und ihn direkt nach Hogwarts gebracht hat. Ich finde, das ging alles viel zu schnell. Dieser Übergang hat total gefehlt. Also an den anderen hat man immer noch gesehen, okay, die Dursleys und so, und dann kommt das. So ein laufender Prozess. Und auf einmal war das zack, Dumbledore steht am Bahnhof, Date gecancelt, weil Dumbledore macht das halt einfach nicht, gönnt nicht. Dumbledore ist ein Nichtsgönner auf jeden Fall. Und das war es dann damit gewesen. So, man konnte einfach nichts mehr tun. Das war dann die komplette Szenerie. Und auf einmal, ja, deine Sachen wurden schon hingebracht und jetzt gehst du nach Hogwarts. Wow. Ja, gerade das mit, dass man diesen Nebencharakter überhaupt eingeführt hat, im Film war nicht merkwürdig. Also, für was führt man dann auch ein Love Interest von Harry ein, damit Dumbledore kommt und das Ganze cancelt? So, für was war das überhaupt da? Und Dumbledore sowieso in diesem Film
wirkt für mich im Film weniger weise als im Buch. Im Buch ist er die ganze Zeit präsent, ist die ganze Zeit bei Harry. Wir sehen ihn auch mit Snape interagieren, was Harry teils mitbekommt. Da fehlt für mich einfach extrem viel. Aber wenn wir schon bei Snape sind, das wird ja direkt am Anfang vom Buch gezeigt. Er wird zum Lehrer für Verteidigung gegen die dunklen Künste. Slughorn übernimmt Zaubertränke. Hier sehen wir diese Riesenempörung seitens des Goldenen Trios, was man im Film nicht wirklich versteht und im Buch halt ein wenig genauer erklärt. Und wir sehen hier auch mehr vom Unterricht von Snape und von Slughorn. Und ich finde, das ist hier etwas, was im Film auch komplett unterging. Zum einen halt Snapes Privatunterricht mit Harry in Sachen Legilimens, wo es gefühlt nur eine richtige Sequenz gibt und einen kurzen Streit. Und einmal Slughorns Unterricht, der nur sehr wenig vorkommt und wo man nur ganz kurz das Buch des Halbblutprinzen mitbekommt. Aber sowieso finde ich, dass im Film das Buch des Halbblutprinzen und der Halbblutprinz an sich ein Mysterium bleibt, weil man nicht erklärt, wie er überhaupt zu dem Titel kam, weil es ja keine Nachforschungen gibt von Hermine und weil es sowieso einfach kaum thematisiert wird. Also ich finde, der Titel des Films ist hier einfach deplatziert, weil der Halbblutprinz im Film nicht wirklich vorkommt und der gesamte Unterricht drumherum kaum gezeigt wird. Also wie siehst du das? Hast du das im Film überhaupt verstanden? Warum da überhaupt der Titel Halbblutprinz gewählt wird? Und hast du den Unterricht überhaupt ordentlich wahrgenommen, der gezeigt wurde? Weil das war ja wirklich fast gar nichts. Richtig. Ich bin der Halbblutprinz. Ich muss ja sagen, darstellerisch natürlich Alan Rickman extrem genial. Aber ja, wie du schon sagst, es wurde null ausgebreitet. So, es gab einfach nur die Idee, okay, da gab es wohl ein Buch und dieses Buch hat dir sozusagen so eine Wind Condition gegeben, was es den Unterricht angeht. Man hat aber nicht wirklich vom Unterricht mitbekommen, nur einmal halt, wo halt im Prinzip die Aufgabe war, einen Zaubertrank des lebenden Todes zu erschaffen. Das war im Prinzip alles und da hat dann Harry eben Felix Felicis gewonnen, aber alles andere hat gefehlt. Auch der Hintergrund hat mir da deutlich, deutlich mehr gefehlt. Es gab nur ein lustiges Szenario nach dem Motto, war es nicht immer dein Traum, Auror zu werden, Potter? Ja, aber das geht nicht, weil ich nicht eben wie Snapes Notenstand erreichen kann. Dann, oh, Slughorn fordert aber nur einen ohnegleichen und keine Erwartungen übertroffen mehr. Ja, das hat man dann so am Rande erfahren und dann wusste man, okay, Harry will eigentlich Auror werden. Was das aber wirklich für Bedeutung hat, was es mit den Wahlpflichtfächern aufrecht hat und was das alles damit zu tun hat, hat so gefehlt, gerade eben, dass dieses steigende Schulszenario sich auch angepasst hat, dass man jetzt wirklich Wahlpflichtfächer hat, keine Grundfächer mehr, dass es so ein bisschen mit so einem normalen Schulszenario einhergegangen ist. Super schade, auch eben die Aussage, ich will keine Zaubertränke belegen, ich will lieber für Quidditch trainieren von Ron. Denkt man so, hä? Du musst doch trotzdem in den Unterricht gehen. Man versteht es halt kaum. Und gerade zum Beispiel, wenn man dieses internationale Niveau von dem Schulsystem nicht ganz drin hat, dann weiß man auch nicht, was das wirklich bedeutet und warum diese Fächer sich geändert haben und warum es halt dann auch ganz viele Wahlmöglichkeiten gibt und was dann eben auch diese ganzen ZAGs und OTZs damit zu tun haben, das ist komplett verloren gegangen. Das wurde sowieso noch nie wirklich in den Film thematisiert. Es gab nur mal so ein bisschen Anteasern, so mit Umbridge halt nach dem Motto, es geht auch nur darum, eure ZAGs abzuschließen. Und ja, das war es dann im Prinzip auch schon. Aber was das wirklich bedeutet, wurde in den Filmen generell nie erklärt. Und gerade im sechsten spielt es eine zentrale Rolle, weil in den Büchern zum Beispiel oder im Buch, im sechsten Buch zum Beispiel, der Fokus darauf liegt, den Unterricht zu beschreiben und zu erklären, damit man eben das Buch des Halbblutprinzen mehr in den Vordergrund bringen kann. Dann der Halbblutprinz an sich, wie du schon sagst, er wurde kaum präsentiert. Es gab eine coole Szenerie. Ich bin eigentlich hier nur, um dir was zu sagen. Dumbledore ist auf Reisen. Wo ist er? Und Snape geht wieder. Dann wird er noch irgendwie kurz vollgekotzt, was du vorhin angeteased hast. Das war's auch schon gewesen. Das war zwar cool, das sah zwar cool aus, aber die ganze Verbindung, auch mit Malfoy zum Beispiel, ist komplett zu kurz gekommen. Da können wir auch schon wieder bei einem Punkt ein bisschen zurückfahren. Erstmal der unbrechbare Schwur. Was hast du durch die Filme erfahren? Okay, Ron hat dann gesagt, ja, man stirbt. Was hat das mit dieser Schwur auf sich? Was hat das damit zu tun? Was ist das Grundszenario? Warum wurde überhaupt Draco ins Vertrauen gezogen? Warum wurde Draco von Voldemort ausgewählt? Was waren das für Leute, die dann da aufgetaucht sind? Was hat es mit diesem Verschwindekabinett auf sich? Was ist Borgen in Birches? All das fehlt. Oder wie siehst du das? Ja, das wurde komplett übergangen. Also einmal das, der unbrechbare Schwur, welche finde ich nicht wirklich erklärt. Allgemein aber die ganze Szenerie mit Narzissa und mit der dritten Schwester überhaupt, die Tonks Mutter ist, was ja ganz am Anfang halt gezeigt wird, wie die beiden halt unterwegs sind und darüber reden. Und dann halt natürlich auch in Verbindung mit Snape. Und auch Wurmschwanz wird hier, finde ich, ein bisschen zu sehr wie ein Nebendarsteller da gezeigt. Ich meine, troll dich, Wurmschwanz. Der Typ ist jetzt nicht so ein Statist. Also allgemein zu kurze Szenerie, zu falsche Darstellung, zu wenig Informationsinput in wenig Zeit. Und ja, das Verschwindekabinett wird auch nicht erklärt. Also man erfährt nicht mal wirklich, wie die Todesser da hinkommen. Und bei der Szenerie gegen Ende
erklärt ja Dumbledore quasi auch, warum das so genial war. Und im Film ist das, finde ich, auch ein bisschen zu kurz gekommen. Also diese Kleinigkeiten fehlen halt komplett, meiner Meinung nach. Also da hat es halt an allem gehapert eigentlich. Da hat man kaum was erklärt. Genau wie beim Buch des Halbblutprinzen. Man hat hier quasi Sectum Sempra gezeigt. Danach hat Snape das Ganze umgekehrt und das war's. Da wurde nicht erklärt, was danach passiert ist. Also, er hat gerade fast einen Schüler umgebracht und der erklärt nicht mal, was passiert. Also, was ist die Konsequenz davon? Das ist im Film halt leider, leider wirklich schlecht. Definitiv. Es gibt so viele Punkte, die halt auch gar nicht mal so schwer gewesen wären zu erklären, weil es wäre ein leichtes gewesen, derartiges ausführlicher darzustellen. Aber man hat sich da so ein bisschen zu sehr auf bestimmte Dinge halt versteift. Finde ich auch gut. Wie gesagt, ich mag den Film, ich will es hier gar nicht sogar schlecht reden. Ich finde, man hat trotzdem wesentliche Punkte mit reingenommen. Man hat aber auch Wesentliches mal wieder vergessen. Und auch die aufkommende Liebesaffäre zum Beispiel zwischen Ginny und Harry, die sich dann auch in dem Film abgespiegelt hat, finde ich, kam gar nicht rüber. Da war im Film keine Base, wie wir schon in den anderen Sachen davor angesprochen haben. Es gab diese Base nicht. So, wann habt ihr euch ineinander verliebt? Auf einmal war es halt dann so, dass Harry auf den Nachttisch stand, in Anführungsstrichen. Das hat nur komplett gefehlt. Jetzt kommen wir auf eines der interessantesten Dinge zu sprechen, nämlich den Slugclub. Und da überlasse ich dir tatsächlich mal kurz die ZHG-Prüfung. Also ich finde, das Slugclub ist auch eine Sache, die sehr, sehr kurz gezeigt wurde. Man hat hier einerseits halt sehr viele Erinnerungen weggelassen in Verbindung mit Voldemort. Zum anderen natürlich hat man den Slugclub hier nicht ausführlich gezeigt. Also einerseits, da sind nicht nur Slytherins drin. Ich glaube, im Film kommt das teilweise so rüber, als ob damals so Slytherins drin waren. Da hat man nicht erklärt, dass dadurch überhaupt die Ritter von Walpurgis und späteren Todesser, sind übrigens dieselbe Vereinigung, die haben sich umbenannt, dass sie dadurch indirekt entstanden sind. Man hat allgemein auch viel zu wenig vom jungen Tom Riddle gezeigt und das Slughorn ja wirklich große Stücke auf ihn gehalten hat. Und das ist, finde ich, auch so ein Punkt, der ein wenig traurig ist. Was den späteren Slugclub betrifft, hatten wir auch nur ein paar Treffen. Neville wurde sich ja ein wenig lustig gemacht. Ginny wurde gelobt. Das war's. Da hätte man deutlich mehr zeigen können. Und ich finde, gerade die Flashbacks waren hier interessanter. Und auch wer noch im Slugclub war. Dass ein Snape im Slugclub war, den Lucius. Warum denn Draco nicht im Slugclub war, hast du ja auch ein Video zugemacht. Wird im Film auch nicht erklärt. Alles Punkte, die hier offen bleiben. Also auch wieder mal, muss ich hier wirklich sagen, hat der Film hier leider enttäuscht. Und dass das Slugclub auch einen Sinn erfüllt hat und dass auch Slughorn weitere Connections hat, wurde ja auch nicht wirklich angeteased. Also man muss hier anmerken, das Slugclub ist als Konzept wirklich nicht mal so schlecht. Und irgendwo weniger parteiisch als Dumbledore mit seiner Punkteverteilung, da dort ja eben alle Häuser vertreten sind. Es ist mehr oder weniger wie eine Art elitärer Leistungskurs. Ich weiß nicht, wie man es beschreiben soll, kannst du vielleicht besser als ich. Aber vom Konzept her finde ich es cool und im Film halt viel zu kurz gekommen. Es ist eigentlich relativ gut beschrieben von dir. Also es ist schon so eine elitäre Gemeinschaft, stellt sie wie so eine gehobenere Studentenverbindung vor, wo ein Professor sich mit einbezieht. Das ist im Prinzip das. Es ist nicht wirklich ein faires System im klassischen Sinne, weil halt auch Leute erwogen werden, die keinerlei Leistungen vollbringen, die sondern nur aus bestimmten Familien kommen. Das ist genau dasselbe Grundprinzip wie bei einer gehobenen Studentenverbindung. Kann man eigentlich komplett damit vergleichen. Nur, ja, das ist halt so eine Problematik nach dem Motto, es werden auch Leute gefördert, die aus sozusagen muggelstämmigen Familien kommen, aber die müssen halt wirklich mehr als gesonderte Leistungen vollbringen. Und Leute, die im Prinzip nichts vollbracht haben, einfach nur aus guten Familien kommen, werden direkt schon, ja, erwogen, zumindest, dass sie halt Potenzial haben. Ja, es ist irgendwie nicht so gut, weil theoretisch könnten ja die meisten Leute auch bei einem Vorsprechen überzeugen, die nicht unbedingt notentechnisch so weit im Vordergrund stehen, aber es ist halt auch immer eine kleinere und elitäre Gemeinschaft und es ist halt aber auch mal gut formuliert von Slughorn. Ich mach mal ein kleines Abendessen für so ein paar meiner, ich sag mal, begabteren Schüler. Komm doch gerne, Miss Granger. Harry, du bist natürlich auch eingeladen. Schön, dich zu sehen, Wonby. Coole Szenerie, hat mir gut gefallen. Das war auch im Prinzip die Grunddarstellung, deswegen man das interpretieren kann. Ja, du wirst dann entweder dafür auserwählt oder halt eben nicht. Du bist entweder schon am Glänzen, weil du bestimmte Leistungen vollbracht hast, oder du bist der Auserwählte oder stammst aus einer guten Familie. Der Grund ist eigentlich relativ einfach, den man aber nicht beschrieben hat, warum Malfoy nicht erwogen wurde. Die Verbindung zu den Todessern war natürlich auch für den Slughorn offensichtlich. Er wollte erstens nicht nochmal den zweiten Tom Riddle hervorbringen und, naja, im Prinzip hat Malfoy deutlich mehr Parallelen aufgewiesen, einfach auch zum Beispiel, weil er es geschafft hat, Leute in Slytherin sozusagen als Gruppe zu mobilisieren. Das hat vor ihm nur Voldemort bisher geschafft, deswegen ist es halt super interessant und leider auch etwas, was halt so ein bisschen zu kurz gekommen ist. Und Draco an sich, ich finde, der kam mir extrem weinerlich rüber. Also wirklich in jeder Hinsicht, nur weinerlich und oh mein Gott, und ich werde dieser Aufgabe nicht gerecht und hat dann irgendwelche komischen Versuche unternommen, war die ganze Zeit am Ende. Die Dramaturgie und die Tiefgründigkeit dessen, was er getan hat, war
eigentlich unfassbar interessant. Oder wie siehst du das? Was sagst du allgemein zu Traco? Nur Traco natürlich. Ja, da haben wir natürlich wieder mal einen Punkt. Ihr merkt es, ich hab wirklich nur zu kritisieren, was diesen Film betrifft. Ich finde wirklich alles irgendwie schlecht. Also im Vergleich zum Buch. Draco wirkt ja wirklich wie ein weinerlicher Random, der hier nicht auserwählt wurde, um Dumbledore zu erledigen. Führt euch das mal vor Augen. Der dunkle Lord erwählt dich. Er hat ihn sogar Dolohov foltern lassen, weil er versagt hat später. Der ist kein Random. Er will ihn gerade zum nächsten Lucius heranziehen, weil Lucius versagt hat, aber Draco Potenzial hat. Er ist nicht im Slug Club aus eben offensichtlichen Gründen, aber ist trotzdem mit Hermine Jahrgangsbester. Und das mit dem Verschwindekabinett war genial. Er hat mit Leuten wie Greyback zusammengearbeitet, die absolut ekelhaft sind und hat die Leistung trotzdem irgendwie erbracht. Und er hätte Dumbledore erledigen können am Ende. Und dieses komplette Gespräch von Dumbledore war sowieso richtig weird aus Seiten Dumbledores, weil er ja wusste, dass er bald weg ist. Und im Endeffekt hat sich ja dennoch Draco fürs Richtige entschieden, obwohl er quasi keinen Ausweg hatte. Dumbledore hat ihm zwar den Ausweg geboten, aber come on, der wäre sowieso kurz darauf gestorben. Er hätte nichts für ihn tun können. Und dass Dumbledore hierbei überhaupt das Angebot in den Raum stellt, habe ich nicht verstanden. Harry hat zugehört, aber ganz ehrlich, hätte er ihm dann geholfen? Ich weiß ja nicht. Da wäre sowieso dann später Snape dazugekommen und dann hätte es Dumbledore auch erwischt. Also für mich Draco hier ein sehr starker Charakter mit einer riesen Entwicklung, was gerade in diesem Film begonnen hat und im nächsten Film beendet wurde und im Film leider, nicht richtig dargestellt, aber halt angeteased. Ohne aber das Ganze drumherum. Definitiv, ja, guter Punkt. Also abschließend kann man auf jeden Fall sagen, ich finde den Film nicht mal schlecht. Ich weiß, du hast vieles zu bemängeln. Ich auch persönlich, weil ich das Buch wirklich sehr mag. Auch mein Lieblingsbuch ist tatsächlich. Aber ich finde den Film nicht mal so schlecht. Mir gefallen halt bestimmte Szenarien sehr und mir gefällt dieses düstere. Gut, Danny Radcliffe hat auch gesagt, dass seine eigene Leistung halt extrem schlecht war, aufgrund dessen, dass er halt sowieso sehr abwesend war, um es nett auszudrücken. Und da andere Leute halt sehr performt haben und absolut geglänzt haben. Klar, auch bei neben so vielen tollen Leuten ist es halt auch legitim, dass du da zum Beispiel, wenn du nicht gerade komplett bei der Sache bist, eher ins Hintertreffen gerätst. Aber so oder so, finde ich, ist es kein schlechter Film. Mir haben einige Aspekte sehr gut gefallen. Aber ja, es gibt sehr viele Punkte, die Serie auf jeden Fall besser machen muss. Und hier gibt es halt auch sehr viele Punkte, die sehr weit in den Vordergrund geraten müssen. Malfoy, Snape, das Verhältnis einfach zwischen den beiden. Dann eben die Zusammenarbeit da. Wie gesagt, wir haben einzelne Filme und das ist zum Beispiel ein Punkt, das muss die Serie beachten. Das ist zum Beispiel ein hundertprozentiger Draco Malfoy-Film. Harry spielt da mehr so die Rolle des faktisch, weiß nicht, eher so ein bisschen widerspenstigen Protagonisten, der da eigentlich mehr rumnervt. Ist ja völlig egal, ob man das als gut oder böse betrachtet, was die Leute tun, aber aus der Sichtweise sozusagen der Darstellung des Buches ist es für mich, eigentlich auch dann für mich, komplett ein Draco Malfoy-Szenario. Aber gut, da will ich auch mal sagen, übergebe ich dir mal wieder in dem Fall das Buch des Halbblutprinzen und du leitest den abschließenden und siebten Teil ein, weil ihr wisst, Videos hier mit dem Klitterer und dem Fuchsbau zusammen gehen länger als der fünfte Teil von Harry Potter. Definitiv. Kurz abschließend noch zum sechsten Teil wollte ich noch erwähnen, dass hier sogar ein paar Charakter außen vor gelassen wurden. Ganz kurz zum Quidditch noch. Ich finde, das Quidditch war in dem Teil mit am interessantesten. Durch Quidditch kam es überhaupt zur Beziehung von Ginny und Harry, da Harry sich überwinden konnte. Durch Quidditch wurde Ron gehighlighted, wo es ja sogar diesen Song gab, wo die Slytherins ihn diffamiert haben, wo ja auch die coole Aktion gefolgt ist mit dem Felix Felicis, wo er es aber nicht gebraucht hat. Und auch Cho wurde hier quasi in den Hintergrund gedrückt und wurde ja auch quasi von Harry überwunden. Also Quidditch hier in dem Film sehr gut dargestellt, im Film eher weniger. Doch dann kam es auch zum legendären Abschluss, Dumbledore hat es erwischt und dann kam auch ja das Unheil über die Schule, Snape wurde Rektor und da kam auch der siebte Teil. Ich finde aber, der siebte Teil ist hier das problematischste am Franchise, wenn es um die Filme geht, da ja in zwei Teile geteilt wurde und das Ganze zwar notwendig war, der erste Teil aber erstens nie als einzelner Film betrachtet werden kann, da man ihn immer mit dem zweiten betrachtet. Und zum anderen halt schon eher sehr langweilig ist. Weshalb ich hier auch sagen würde, betrachten wir die Teile als eins und gehen hier direkt auf die wesentlichen Punkte ein. Wobei ich hier auch direkt anmerken muss, im Film wird die ganze Dynamik mit dem Orden einfach komplett weggelassen. Sei es halt Harry mit Remus, wo es hier eine Standpauke gibt, oder sei es auch mit dann Moody, der am Ende halt auch geniale Einfälle hat, wie die Schlacht der Sieben Potters, wo man Dungeons Fletcher hier auch disappariert und die komplette Interaktion hat hier, finde ich, gefehlt. Und auch, dass er das Ganze drumherum mit Sirius noch nicht verarbeitet hat, kam für mich im Film auch nicht rüber. Wie siehst du das? Und was ist deine Meinung zum Teilen der beiden Filme, also 7 und 7.2?
Ich verstehe die Grundidee, es zu teilen. Mir gefällt auch die Grundidee, es zu teilen. Es ist nun mal sehr viel Stuff. Das Problem ist nur, der erste, siebte Teil ist völlig out of nowhere und spielt halt in einem komplett anderen Szenario. Und es geht eigentlich nur darum, irgendwas voranzutreiben. Und der zweite ist dann nur Kampf. Ich finde beides für sich genommen irgendwie unnötig. Dann hätte ich lieber zum Beispiel einen verkürzten Film gesehen, als Beispiel einen Film, der 3 Stunden geht, dann zum Beispiel eine Extended Edition, die dann 4 Stunden, 4,5 Stunden geht. À la Herr der Ringe mäßig. Das hätte viel mehr Impact gehabt und viel mehr Sinn gemacht, meiner Meinung nach. Weil 2 Filme fand ich auch damals, als die rausgekommen sind, eine Dreistigkeit. Ich habe mich echt darüber aufgeregt, so und dann, ich habe den ja auch im Kino gesehen, am Ende zu merken, oh ja, gut. Voldemort holt sich jetzt den Elderstab und das war es dann erstmal gewesen. Und dann muss ich jetzt ewig lang warten, bis dann der zweite kommt und ja, hat mir nicht gut gefallen. Und ich finde zum Beispiel ein Grundthema, was wir direkt ansprechen müssen, ist halt zum Beispiel tatsächlich sogar meiner Meinung nach Grindelwald. Weil, wie gesagt, ich habe gerade den Elderstab angesprochen, deswegen Grindelwald. Will ich mal kurz damit anfangen. Weil es auch das kleinste Ding ist, was wir jetzt hier besprechen müssen. Grindelwald an sich. Ganz, ganz schlimm gemacht. Im Film. Ein relativ einfaches Szenario. Irgendwie kommt Voldemort nach Nurmengard und dort trifft er wohl auf Grindelwald. Und naja, Grindelwald gibt dann relativ schnell Preis, wo sich der Elderstab befindet und suggeriert so: Ja, was denkst du wohl? Und findet es halt voll witzig. Voldemort verschwindet wieder und holt sich den Elderstab. Komplette Abänderung. Ich verstehe noch nicht warum. Es macht gar keinen Sinn. Warum muss man es so abändern? Der Charakter hat gar keine Rolle mehr gespielt. Warum muss man ihn hier noch diskreditieren? Ich hab's null verstanden. Stattdessen, wie ist es im Buch gelaufen, völlig anders. Man hat es einfach perfekt gelöst. Also im Endeffekt war es halt einfach so, Grindelwald hat es nicht preisgegeben, woraufhin ihn Voldemort getötet hat. Ich finde ehrlich gesagt, da hat es einfach an allem gehapert. Das ist einer der wenigen Punkte, den ich hierbei kritisieren muss. Also 7 finde ich tatsächlich deutlich besser im Vergleich, auch wenn ich die Teilung nicht mag. Jetzt quasi an allem gehapert. Zum einen haben wir halt das Buch nicht, also Leben und Lügen des Albus Dumbledore, von Rita Kimcorn geschrieben mal wieder. Dort beschreibt sie auch Grindelwald und den legendären Kampf. Das fehlt hier. Du weißt nicht, wer Grindelwald ist. Ich glaube, er wird nicht mal namentlich erwähnt. Und dieses Buch ist hier eben sehr, sehr interessant. Vor allem auch dann im Kontrast mit Mathilda Bagshot und ihrer Hintergrundstory und dem gesamten Hinterfragen des Charakters Dumbledore bis auch zur Einführung von Aberforth, was ja mit Harry in Verbindung steht. Und dass man hier Grindelwald, der erwähnt wird, sogar zeigt und der sogar sich als quasi Held im letzten Moment herausstellt, ist was Cooles. Und im Film ist der halt einfach ein Verräter und wirkt für mich auch nicht so, ich sag mal, ernstzunehmend. Im Buch hat er sogar Tom Riddle ausgelacht, hat ihn Tom genannt. Das ist der Rivale von Dumbledore. Und wie gesagt, dieses gesamte Hinterfragen von Dumbledore hat hier für mich einfach gefehlt, weil es war halt sehr präsent. Harry wusste nicht, ob sein großes Idol hier überhaupt sein Idol ist, von dem er dachte, dass das ist. Was ist deine Meinung dazu überhaupt, wie Dumbledore hier retroperspektiv dargestellt wurde? Von Rita, von Mathilda Bagshot, von Aberforth, von Harry. Das wurde ja im Film komplett weggelassen. Ja gut, also der Film hat dann halt versucht, Dumbledore weiterhin zu idealisieren und halt irgendwie kein schlechtes Bild auf ihn zu werfen, was ich sehr schade fand, weil mir hat das unfassbar gut gefallen. Ich war ein Riesenfan davon in den Büchern, dass er halt so diskreditiert worden ist, weil er sich halt seine eigene Meinung bilden musste, alles in Frage stellen konnte. Wer ist Dumbledore? Ist er wirklich dieser nette, alte Heldencharakter? Steckt da vielleicht mehr dahinter? War er mal machtbesessen? Wer ist Aberforth? Wer ist Ariana? So, das sind auch so Sachen, das wurde nie erklärt. Das war im Prinzip auch so ein lächerlicher Faktor so in den Film, weil es halt nur angeteased wurde. Ja, hast du nicht gewusst, dass sie damals da gelebt haben? Dass dein Vater dann die Muggel umgebracht hat? So, du weißt gar nichts. Du weißt nicht mal, was ein Obscurus ist. Du weißt irgendwie gefühlt nichts. Und das war auch so eine Problematik, was ich nicht verstanden habe. Weil ich muss nicht erst bis Fantastische Tierwesen dann warten, bis mir ein Film sowas erklärt. Ich meine, wenn wir es schon antießen, wenn es halt so storyrelevant ist, warum ist der nicht komplett ausführen? Und du hast es vorhin auch angesprochen, zum Beispiel Rufus Scrimgeour, ein unfassbarer Charakter, auch jemand, der von Voldemort persönlich gerichtet wurde. Sehr, sehr stark, sehr begabt, wirklich ein absolutes Talent. Und die einzige filmische Darstellung, ja, du kannst nicht das Schwert von Gryffindor haben, das geht nicht. So, das war das Einzige, was so rübergekommen ist. Und ich meine, er hatte auch recht damit. Letztendlich. Es hat nie Dumbledore gehört. Es ist das Schwert von Gryffindor. Es war ja absolut gerechtfertigt. Dumbledore hat natürlich damit einen Zweck erfüllen wollen, wegen dem Basilistengift, ganz klar, weil es auch aus Kobold geschmiedet ist. Nur, es stimmt schon, er hatte ja recht damit. Und dann war das die einzige Darstellung. Und dann nochmal dieses Aufgeben gefühlt, okay, der Minister ist tot, so und so, fertig. Das war Rufus Scrimgeour, ein super interessanter Charakter, der halt viel zu kurz gekommen ist. Und da fängt das Ganze ja auch erst an. Also, schlussendlich. Der siebte bietet so viel Potenzial, das hätte man aber auch niemals in
ein oder zwei Filme darstellen können. Und selbst da finde ich, man hätte es mindestens zwei Filme mehr rausholen können als da. Die haben mehr Wert darauf gelegt, irgendeine komische Dynamik aufzubauen und die gefühlt über eine Stunde lang nur reisen zu lassen und halt dann irgendwie zu zeigen, dass halt Ron sich verändert, was offensichtlich war, und Hermine und Harry wohl irgendwie näher zusammenrücken, was banal war im Film. Also das haben die so krass ausgearbeitet, anstatt einfach mal die wesentlichen Sachen in diesem Film zu behandeln und mal von den Hauptcharakteren wegzugehen. Das sehe ich absolut genauso. Ich war kein großer Freund von dieser Reise, gerade weil die im Film ein wenig weird dargestellt wurde. Aber die kleinen Aspekte mit Hermine und Harry fand ich interessant. Ist halt nur ein wenig merkwürdig, wenn man bedenkt, dass sie halt echt kein Paar sind. Ich meine, klar, kann man sagen, das wirkt ja platonisch, aber weiß ich nicht, ne? Ich meine, Ron war weg. Ron sowieso hier wiederum unsympathisch, Hermine dafür sympathisch. Aber ich finde, die coolen Momente drumherum haben halt gefehlt, wie erwähnt, mit Harry, der beispielsweise dann Remus der Standpauke hält. Remus wollte ja in den Büchern auch auf der Reise dem Trio helfen. Also aus drei werden vier. Da hat Harry gesagt, ey, du bist gerade Vater geworden. Und das Ganze wurde ja auch übergangen. Du kennst weder die Eltern von Tonks, noch weißt du wirklich, wer Tonks ist. Und dass sie eine Mutter wurde und dass dann quasi Ted Lupin, das Kind der beiden, zum Waisen wurde durch die Schlacht um Hogwarts, weißt du nicht im Film. Und auch, dass Harry sich hierbei als sehr cooler Charakter herausgestellt hat und dann zu Patenonkel sogar vom Kind wurde. Und auch, dass Remus dann durch Potterwatch, diesem Radiosender, Harry sogar gegrüßt hat und sogar dankbar war. Dinge, die weggelassen wurden im Film auf dieser Reise. Und deshalb finde ich diese Reise hier ja eher lame im Vergleich zum Buch. Und klar, Snapes Auftritt durch die Hirschkuh war cool und Rons Comeback, dass er Greifer besiegt hat. Aber da hört es für mich irgendwo auch schon auf. Da fängt es an und da hört es auch wieder auf. Und auch später hat man nicht wirklich erklärt, was dieser Tabufluch ist und dass sie den Namen Voldemort nicht aussprechen dürfen. Das wurde, finde ich, auch nicht genug erklärt. Und dass die Greifer hierbei auch keine Todesser sind und dass Greyback hier deshalb auch mit den Malfoy zusammenarbeiten muss, als er diese ergriffen hat. Auch Momente, die hier, finde ich, einfach nicht genug erklärt wurden. Wobei ich hier Bellatrix dafür ziemlich cool fand. Definitiv. Also Bellatrix Lestrange ist immer cool. Aber gut, es stimmt zwar nicht ganz, also was du sagst, man wusste dann schon irgendwie, dass sie ein Kind haben und dann hat es auch dann angeteased, auch dann eben posthum, nochmal durch den Stein der Wiederauferstehung nach dem Motto und dein Sohn. Aber ja, es ist halt alles nie, denn sie zu kurz gekommen, wie du sagst. Remus hat die ganze Zeit versucht zu helfen und wollte was tun, dann eben der Radiosender, der eigentlich viel mehr im Vordergrund stand, diese Reise hat eigentlich einen Zweck erfüllt. Es ging eben nicht nur um die Protagonisten, sondern auch um alles drumherum, dann eben wer gestorben ist, dann alles, man hat einfach nur ein paar Namen gehört, die halt aufgezählt wurden, da steckt aber so viel mehr dahinter. Das Einzige war dann, der Blitz hat eingeschlagen. Erstmal total offensichtlich, aber okay. Und das war so das alles, was dann faktisch durch diesen Sender rübergekommen ist. Man hätte auch mal die Schule zeigen können. Man hat nur dieses kurze Szenario bekommen, was extrem cool war, bin ich ehrlich, es war extrem cool, wo man sich dann irgendwie vor den Zug gestellt hat nach dem Motto, ey, ist nicht hier, ihr habt versagt und so. Das war schon cool. Neville auch wieder extremer Badass-Auftritt, hat mir gut gefallen, weil Neville sonst eigentlich immer zu kurz kommt. Aber ansonsten hätte man auch zeigen können, wie der Schulalltag aussieht. Es wurde dann nur kurz beschrieben, ja, wir mussten irgendwie den Cruciatus-Fluch an Erstklässern üben, ich habe mich gewehrt, die Camos, die als Bestrafer dienten und so, Snape als Schulleiter, der eigentlich eher abwesend ist und so, dann diese Disziplin, die auf, ich hätte das so gerne gesehen, diesen Schulalltag sozusagen aus dieser Sichtweise zu sehen, wäre so cool gewesen. Das habe ich leider extrem missen müssen. Und das ist zum Beispiel ein Hauptpunkt, wo ich es extrem schade finde, muss ich ehrlich sagen. Bin ich definitiv bei dir. Da hat es einfach an vielem gefehlt. Allgemein in Hogwarts hätte man mehr machen können. Man hat die Carols ja nicht wirklich gezeigt. Ne? Also die kamen ja nur kurz vor und am Ende waren die wieder weg. Zeig doch mal den Unterricht. Zeig, wie die irgendwelche Schüler foltern. Wie du schon sagtest, Neville kommt zu kurz. Zeig Neville. Und auch was diese kurze Konfrontation von McGonagall und Snape betrifft, finde ich, wirkt das hier zu sehr, als wäre Snape ein Feigling und würde abhauen wollen. Außer man guckt es halt nochmal und achtet auf ein paar Kleinigkeiten, wo er nochmal die Zauberstäbe wegnimmt und flieht. Den Kampf fand ich tatsächlich im Buch etwas cooler, weil der auf Flitwick interveniert hat und allgemein Snape hier auch offensiver war. Beispielsweise auch eine Schlange genutzt hat, also Serpensortier wahrscheinlich in einer etwas verbesserten Version, weil Draco war ja schon sehr unausgereift zu dem Zeitpunkt, was den Fluch betrifft. Und das ganze Direktor-Dasein von Snape kam auch zu kurz. Auch das Gemälde von Phineas Nigellus, dem ehemaligen Slytherin-Direktor, der sogar in Black war, der Snape dann auch gelobt hat, kam auch nicht vor. Und überhaupt dieses Gemälde kam nicht vor, was ja sehr wichtig war für die Kommunikation zwischen Hogwarts und Grimmauld Place. Aber gut, das sind alles Punkte, die man nicht unbedingt hätte zeigen müssen, die aber ein cooler Bonus gewesen wären. Und wenn man schon zwei Filme hat, warum nicht, ne? Ganz genau, warum nicht?
wenn man schon das Potenzial hatte, warum nicht? Da müssen wir jetzt aber auch auf die wesentlichen Punkte eingehen, die halt wirklich sehr, sehr störend waren. Und unter anderem natürlich, kommen wir mal zum Hauptpunkt. Ich meine, ihr wartet alle schon drauf. Ja, Harry hat den Zauberstab zerbrochen. Den Elderstab. All das ist ein bisschen so Star Wars-mäßig, als würde man dann das Lichtschwert von Luke bzw. Anakin wegwerfen. Aber gut, das würde ja nie passieren. So oder so, sehr, sehr, sehr schwieriger Moment. Ja, ich weiß, viele finden es auch ganz okay, weil es vielleicht auch eine bessere Lösung hätte sein können. Aber nein, es ist immer noch der Elderstab, es ist immer noch irgendwo etwas, was eine gewisse Bedeutung hat, wofür so viele Leute ihr Leben geopfert haben, ihn einfach so random zu zerbrechen und wegzuwerfen. Unnötig, komplett unnötig. Habe ich auch nicht verstanden. Also ganz ehrlich, das musste zum Beispiel nicht sein. Und naja, sind wir mal ganz ehrlich, man könnte ihn ja auch theoretisch kleben eigentlich. Bei Ron hat es ja auch bedingt funktioniert. Also von daher sowieso ein ganz komisches Szenario, hat mir nicht gefallen. Finde ich auch total misslungen. Was Harry getan hat, deutlich, deutlich besser. Ich muss sagen, ich bin da ehrlich gesagt ein wenig zwiegespalten. Einerseits finde ich das ins Grab zurücklegen sehr cool und das lässt irgendwie Harry, finde ich, auch ein wenig bosshaft darüber kommen, wenn ich so sagen kann. Im Film hat man es aber im Endeffekt endgültig gelöst. Das heißt, der Zauberstab war halt weg danach. Nur ist halt der Punkt, kann man ihn zerstören? Und Harry hat seinen Stab auch davor nicht repariert, was ja auch wichtig wäre. Also im Buch hat er ja seinen eigenen Stab repariert und dann den Stab, den Elderstab, ins Grab zurückgelegt. Und hier hat er ihn zerbrochen, ohne seinen eigenen Stab zu reparieren. Also wirkt hier Harry nicht gerade intelligent. Die Lösung fand ich dennoch nicht so schlecht. Auch wenn es ein wenig weird war, den die ganze Zeit brechen zu sehen, auch bei Voldemort, war für mich einfach die falsche Darstellung des Elderstabs. Auch die Einführung der Heiligtümer wurde hier, finde ich, ein wenig kurz gehalten. Wobei ich aber hier die Erzählweise ganz cool finde. Also auch mit der kleinen Animation. Das fand ich noch interessant. Nur halt der Elderstab war halt hier ein wenig weird. Und im Film kann man natürlich auch den Elderstab früher zeigen. Dann, also in der Serie, weil damals hatte man ja nicht die Möglichkeit, so weit vorwegzugreifen. Und damit hat er halt immer einen normalen Stab dann bis zum Ende. Aber gut, das ist jetzt nicht so ein wichtiger Punkt. Aber dennoch, hier kann man sich, glaube ich, definitiv streiten. Buchlösung, definitiv intelligenter. Aber für die Filme hat das Zerbrechen, finde ich, auch funktioniert. Nur hat da ihm wenig was gefehlt, meiner Meinung nach. Ja, kann ich eigentlich auch nur so stützen. All in all auf jeden Fall, der siebte bietet unfassbar viel Potenzial und unfassbar viel Verbesserungspotenzial. Und das heißt, bei den meisten anderen Filmen muss ich auch sagen, verbessert einfach die kompletten Filme. Also setzt es einfach wie ein Buch um, das ist eigentlich auch gar nicht mal so schwer. Es gibt auch gar nicht mal so viel Spezifizierungen, wo man sagen muss, okay, das ist jetzt so weit und da musst du jetzt so krass in den Charakter eindringen. Gar nicht wirklich. So, die Grundsachen sind gut rübergekommen, zum Beispiel Snape und so, cooler Abschluss, coole Darstellung. Snape ist halt all in all so ein Problem. Aber abschließend auf jeden Fall würde ich auch sagen, wir haben eigentlich mehr oder weniger genug gesagt. Das ist so die Perspektive, wie man die Serie gestalten könnte, was man tun kann, wie man die Charaktere verbessern kann, wie man alles einfach komplett besser in Serienform umsetzen kann. Und ich bedanke mich herzlich beim Klitterer, dass er mit mir hier wirklich so ein langes Video gemacht hat. Vielen, vielen Dank. Deswegen checkt auf jeden Fall auch seinen Kanal. Wer wirklich bis hierhin zugeschaut haben sollte, was der absolute Hammer wäre, schreibt auf jeden Fall Hashtag Synergie in die Kommentare. Ansonsten natürlich, hast du noch irgendwas zu sagen? Ganz kurz wollte ich noch erwähnen, was ich auch in dem siebten weird fand. Dass keine Leiche von Voldemort zurückblieb, wollte ich nur kurz erwähnen. Fand ich ein wenig weird. Ansonsten war das eigentlich von mir auch alles. Also die restlichen Punkte fand ich in Ordnung. Man hätte halt mehr Kleinigkeiten zeigen können. Lavender Brown, die vom Balkon fällt und sowas. Aber gut, ansonsten, wenn ihr bis hierhin geschaut habt, wirklich, ihr seid der Wahnsinn. Ich werde es mir safe auch noch mal angucken. Und ja, ansonsten würde ich sagen, danke, dass ich dabei sein durfte. Hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Und für euch hoffentlich auch. Und ich bin damit raus. Checkt auf jeden Fall auch alle weiteren Videos vom Fuchsbau ab, wenn ihr neu zugeschaltet seid. Er macht wirklich Hammer-Content. Und ja, ich bedanke mich. Ciao und tschüss. Vielen, vielen Dank. Wirklich der absolute Hammer. Da will ich auch sagen, habt einen schönen Tag, meine Freunde. Macht was draus. Bis zum nächsten Mal. Checkt, wie gesagt, den Kletterer.